Sei so gut und mach mal die Übersichtsaufnahme. Ja, gut, mach ich. Passt du bitte im Wagen bis zum Baum zurück? Ja. Während zwei Polizeibeamte den Unfallort absichern, fotografieren die Beamten vom Unfallkommando unter anderem Spuren und Beweisstücke und fertigen eine Unfallskizze an. Da der Fahrer des Wagens, der den Radfahrer angefahren hat, geflüchtet ist, wurden zwei Spezialisten von der Unfallfluchtfahndung angefordert. Sie arbeiten wie Kriminalbeamte in Zivil. Servus. 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 Der unbekannte Fluchthammer, 48-jähriger Radfahrer, getötet. Der Tote ist bereits zur Rechtsmedizin gekommen. Person ist bekannt. Person ist bekannt, ja. Die Lage vom Toten, mit dem Kopf zum Rad, mit den Füßen zur Fahrbahn. Vom Pkw haben wir außerdem Splitterfelder. Pkw ist. Ja, anhand von dürfte Pkw sein, ne? Blinker, ja. Aufgrund der Spuren kann man davon ausgehen, dass der Radfahrer in die Richtung gefahren ist. Vermutlich in die Richtung. Also, ob die Spur dazugehört, bezweifle ich, weil es doch relativ alt ist und trocken. Haben wir schon einen Sachverständigen? Der Sachverständige ist unterwegs, den haben wir zur Unfallstelle beordert. Dann würde ich sagen, dass wir unsere Spuren mal liegen lassen, auch das Fahrrad, damit der Sachverständige den Kollisionsunfall doch eingehend bestimmen kann. Habt ihr Lack? Lackspuren, also wir haben keine gefunden. Wie schaut es mit Zeugen aus? Zeugen keine. Wegen Lack, da werden wir also eingehende Fahrer absuchen. Mhm. Und Klaus, vielleicht ist es gut, dass du mal die Lupe holst. Schau. Falls man so bei der ersten Betrachtung nichts finden sollte. Genau. Machen wir auch gleich. Der Tote ist in Gerichtsmedizin gekommen. Der ist in der Gerichtsmedizin. Ihr fahrt ja noch in die Gerichtsmedizin. Ja. Da hätte ich gebeten, dass vielleicht dann die Kleidung vom Toten mir besorgt. Oberkleidung, Hose, Jacke, Schuhe und die Socken, und dass ich die auf die Dienststelle bekomme, damit ich dort Spurensicherung oder Untersuchung dann unter der Kleidung vornehmen kann. Ja, das machen wir. Und der Mitteiler, wer war das in dieser Unfallsache? Das weiß ich nicht, da müsstest du mit den Erstzugriffsbeamten mit Beitersäck reden. Dann mit dem rede ich jetzt einmal. Ja. Gut, okay. Du hast gesagt 48 Jahre, hast du einen Ausweis? 48 oder so, ist er, ja. Warte, den habe ich da. Da ist er. Ah, richtig, Kollege. Servus, grüß dich. Du warst der Erste an der Unfallstelle. Ja, wir waren der Erste. Hast du da vorgefunden? War da jemand anwesend? Ja. Der Wirt vom Leidinger Hof, der war als Erster da. Hat er irgendwas gesagt über Unfallursache, wo jemand gesehen hat? Nein, er hat die Polizei angerufen und er selber ist wieder von einem Radfahrer verständigt worden, der den Unfall da festgestellt hat. Sonst hast du dich nie wieder getroffen? Nein, nichts. Hast du mit dem Radfahrer noch reden können? War der noch ansprechbar? Nein, war nicht mehr ansprechbar. Wir haben sofort den Notarzt gerufen und der hat dann bestätigt, dass er tot ist. Das ist also der Wirt davon? Hof da vorne. Der Wirt vom Leidinger Hof, ja. Ja, zu dem werde ich gleich mal hinfahren. Danke. Und Klaus, wie schaut's aus? Ja, also weiße Lacksplitter sind schon da. Die offensichtlich von dem Unfall sind. Vermutlich schon. Da haben wir zumindest die Farbe und aufgrund der Splitter werden wir baldmöglichst den Fahrzeugtyp bestimmen können. Ja, Halogenscheinwerfer scheint er noch gehabt zu haben. Aber welche Halogen kann ich noch nicht sagen. Gut. Kollege Maranowitsch, wir werden also das Spurmaterial auf der Dienststelle schnellstmöglich auswerten, um den Fahrzeugtyp bestimmen zu können. Ich werde mich dann gleich an Bayern 3 wenden wegen einer Fahndungsdurchsage. Ich gebe ein Fahndungsfernschreiben auf und sobald wir den Fahrzeugtyp haben, werde ich euch über Funk verständigen oder auf der Dienststelle, je nachdem, wo ihr dann seid. Ja. Die Angehörigen werden von wem verständigt? Das machen wir, wenn wir da fertig sind. Etwa alle 45 Minuten stirbt ein Mensch auf unseren Straßen. Die Angehörigen werden von Polizeibeamten informiert und müssen sich völlig unvorbereitet mit der Todesnachricht auseinandersetzen. Die Beamten haben zwar keine Zeit zu trösten, aber sie benachrichtigen Verwandte oder Freunde und rufen notfalls auch einen Arzt. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Frau Braschwitz. Ich bin Frau Huttner, ich lebe mit Herrn Braschwitz hier. Können wir einen Moment reinkommen? Ja, bitte. Ist mit meiner Tochter was passiert? Nein, mit Ihrer Tochter ist nichts passiert. Können wir Sie im Moment sprechen? Ja, bitte, kommen Sie rein. Bitte schön. Danke. Ist mit Herrn Braschwitz was passiert?
muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Der Herr Braschwitz ist heute früh bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nein, das glaube ich nicht. Wann hat er denn das Haus verlassen in der Früh? Um 7:10 ungefähr. War er dann mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, er fuhr mit dem Fahrrad zur Bushaltestelle. Mhm. Mit diesem alten Fahrrad. Ja, da ist er von einem PKW erfasst worden. War niemand da, der ihm half? Der Notarzt war an der Unfallstelle, konnte aber leider nur noch einen Tod feststellen. Den Fahrer haben wir bis jetzt noch nicht ermitteln können. Haben Sie jemanden im Raum München, den wir verständigen können, eine Familienangehörige oder sonst denn bekannte Freunde? Eine Freundin hier. Eine Freundin hier. Können wir die anrufen? Haben Sie die Telefonnummer da? Die fällt mir jetzt nicht ein. Wo wohnen Sie denn? Am Ende der Straße. Gärtnerei Stadler. Na, dann fahre ich am besten in die Gärtnerei Stadler und bring die Frau her. Ja, das wäre das Gescheiteste. Ja. Sei es bitte. Frau Utter, wie lange leben Sie schon mit Herrn Braschwitz? Wie lange haben Sie zusammengelebt? 10 Jahre. 10 Jahre. Und Sie haben eine Tochter? Ja. Wie soll ich ihr da sagen, dass ihr Papa nicht mehr da ist? Die Fahrerin dieses Wagens, Elisabeth Kronbach, ahnt nicht, dass sie heute früh Zeugin eines tödlichen Unfalls geworden ist. Hallo! Na, du Geburtstagskind, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, liebes Tantchen. Oh. Also, wenn du mich noch einmal Tantchen nennst, dann kaufe ich dir deine Schuhe ein paar Nummern zu klein. Kommt nie wieder vor. Anschnallen, bitte. Ich hasse dieses Anschnallen. Ja, aber mit dem zerschnittenen Gesicht siehst du nicht mehr so hübsch aus. Dir zuliebe. Ah, dir zuliebe. Kann ich das Radio anmachen? Ja, natürlich. Also, nun erzähl mir mal, wo hast du denn die tollen Schuhe gesehen? Du, ich hab ganz süße auf der Leopoldstraße gesehen. Auf der Leopoldstraße? Mhm. Naja, also auf zur Leopoldstraße. Toll. Und wo wollen wir denn ein schönes Essen zu uns nehmen? Soll ja ein richtiges Geburtstagsessen werden. Du, könnten wir nicht noch mal japanisch essen nehmen? Japanisch? Ja, japanisch hätte ich auch. Ich freue mich. Ist aber eben leise. Ein Radfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der Autofahrer beging Unfallflucht mit einem weiß lackierten Wagen, der vorne rechts beschädigt ist. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München oder an jede andere Polizeidienststelle. Was hast du? Warum hältst du an? Mein Gott, das ist mir jetzt richtig auf den Magen geschlagen. Was, das mit dem getöteten Radfahrer? Ja, aber sowas passiert doch heute leider jeden Tag. Ja, aber das habe ich gesehen. Ja, ich meine, nicht den Unfall, aber ich habe das Auto gesehen. Du hast das gesehen? Ja. Ich habe heute Morgen den Onkel Rolf zum Flughafen gebracht, weißt du? Und auf dem Rückweg, genau auf der Freisinger Landstraße, da ist mir ein Fahrzeug entgegengekommen. Also die Scheinwerfer, es war ja noch fast dunkel. Ja. Und der hat mit einem Mal einen Schlenker gemacht. Und im Schlenker ist ihm ein Scheinwerfer ausgegangen. Ach. Ich habe gedacht, dem ist ein Tier reingelaufen oder irgend sowas. Ich bin dann gleich runter mit der Geschwindigkeit. Und als er dann an mir vorbeifuhr, habe ich gesehen, dass das ein weißes Auto war. Genau wie die jetzt gerade gesagt haben. Hast denn jemand darin erkannt? Ach wo, überhaupt nichts. Ich habe auch kein Nummernschild und nichts erkannt. Ich habe dann nur, als ich an dieser Stelle vorbeikam, habe ich so Glassplitter gesehen. Na klar, von dem kaputten Scheinwerfer. Mensch, das musst du der Polizei sagen. Aber das bringt denen doch überhaupt nichts. Ich habe doch die Nummer nicht gesehen und ich habe auch den Menschen nicht erkannt. Nichts. Ich kann Ihnen ja nur ganz vage Angaben machen. Das macht doch nichts. Der kleinste Hinweis kann der Polizei doch schon helfen. Wie schrecklich. Und stell dir mal vor, so ein Schwein führt einfach jemand an und lässt ihn dann im Graben liegen. Und den willst du davonkommen lassen? Ja, schau mal, wie lange das dauert. Dann müssen die endlose Protokolle aufnehmen. Vielleicht muss ich aufs Gericht. Das dauert ewig, so etwas. Du, lass uns zur nächsten Telefonzelle fahren und dann rufst du an. Ja? Ja, ich glaube, vielleicht ist es besser. Dann haben wir es hinter uns. Okay, fahren wir. Zur gleichen Zeit, in der Frau Kronbach ihre Nichte zum Essen abholte, machten die Beamten im Geburtenbüro des Standesamts München 5 Mittagspause. Herr Hagemann, ich war gerade in der Kantine unten. Es gibt heute Hackbraten mit Blumenkohl. Kommen Sie mit runter? Ja, gut. Aber warum gehen Sie nicht mit Ihrem Kamikaze-Fahrer zum Essen?
Mir scheint, ihm hat sich wohl sein kaputter Scheinwerfer auf den Magen geschlagen. Jetzt habe ich mir ja fast gedacht, dass wieder so eine ironische Bemerkung kommen muss. Das kann ich schon verstehen, mir würde es auch auf den Magen schlagen. Drei Kilometer südlich von Moosheim, ein Radfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der Autofahrer beging Unfallflucht mit einem weiß lackierten Wagen, der vorne rechts beschädigt ist. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium München oder an jede andere Polizeidienststelle. Haben Sie das gehört? Schon wieder Fahrerflucht. Der Härtling, der wohnt doch da in Moosheim. Wundern würde es mich nicht, wenn der den Fahrradfahrer umgenagelt hätte. Wie können Sie denn sowas behaupten? Also irgendwo hört der Spaß ja wirklich auf. Ja, aber wenn es doch gewesen ist, ja, dann müssen Sie die Polizei anrufen. Ach, Frau Dewald, haben Sie einen Moment noch Zeit? Ja, sicher. Ich habe noch was für Sie. Ah, Herr Härtling. Fräulein Debal hat uns erzählt, Ihr Gartentor hat heute Morgen an der verkehrten Stelle gestanden. Gartentor heil, Autoschrott. Das habe ich doch überhaupt nicht so gesagt. Sie übertreiben mal wieder total. Also, Herr Hagemann, das ist wirklich übertrieben. Ja, ich habe meinen Scheinwerfer eingefahren. Aber das kann doch jedem mal passieren, nicht wahr? Naja, natürlich. Kollege Anzing, also wenn der Härtling den Fahrradfahrer wirklich angefahren hat, dann kann er seinen Hut nehmen. Dann ist es aus mit seiner Beförderung zum Oberinspektor. Dann steigen ja Ihre Chancen zum Oberinspektor, oder? Da haben Sie dieses Mal ausnahmsweise recht. Mahlzeit. Wohl bekommt's. Ja, ich habe eben Ihre Fahndungsmeldung im Radio gehört über den tödlichen Unfall mit dem Radfahrer und der Fahrerflucht. Ja. Ja, das tut nichts zur Sache, ich möchte mich da raushalten. Aber ich könnte Ihnen einen Tipp geben. Gucken Sie sich doch mal das Auto von Herrn Härtling an, dessen rechter Scheinwerfer ist heute früh kaputt gegangen. Wilhelm Härtling. Moosheim, Freisinger Landstraße. Die Nummer weiß ich nicht. Ist der Hagemann schon zum Essen? Ja. Herr Anzinger, glauben Sie auch, dass Herr Härtling sowas tun könnte, nach einem Unfall einfach abzuhauen? Ich glaube gar nichts. Aber die Polizei wird den Kerl schon finden. Das hoffe ich auch. Wenige Minuten nach diesem Anruf fuhren die beiden Fluchtfahnder, die diesen Fall bereits bearbeiten, nach Moosheim und postierten sich vor dem Haus von Wilhelm Härtling, nachdem sie von Nachbarn erfahren haben, dass Frau Härtling gewöhnlich gegen 13 Uhr nach Hause kommt. Frau Härtling? Ja? Mein Name ist Jensen von der Verkehrspolizei. Um Gottes Willen, ist mit meinem Sohn was passiert? Gut, nein, mit meinem Mann? Auch nichts passiert. Ja, wir führen Ermittlungen durch wegen eines Verkehrsunfalles, der sich heute früh hier auf der Freisinger Landstraße nicht davon. Unweit von Ihrer Wohnung entfernt zugetragen hat. Aber im Zuge dieser Ermittlungen müsste ich mal das Fahrzeug von Ihrem Mann anschauen. Ja, der ist in München. Mit dem Fahrzeug? Ja, der ist heute früh weggefahren. Wie viel Uhr waren das? Um 7 Uhr sowas. Wo steht denn das Fahrzeug in der Regel, wenn es hier an Ihrem Wohnsitz ist? Ja, hier oder in der Garage drin natürlich. Könnte ich doch mal reinschauen in die Garage? Verstehe ich nicht ein, warum? Der Wagen ist ja nicht da. Ja, ich würde aber doch gerne reinschauen. Ja, leere Garage. Wollen Sie mir es verweigern? Nein, natürlich nicht. Ja, dann müsste ich eventuell überdenken. Kann ich Ihren Ausweis vielleicht? Selbstverständlich. Mal sehen. Sie werden selber sehen, dass nichts drin ist. Ewina, da meine Karte, wenn Sie es haben wollen. Ja. Hierher? Was sagen Sie nun? Ich kann mir das gar nicht erklären. Das Fahrzeug ist vorne rechts beschädigt. Dann werden wir das Fahrzeug noch mal näher anschauen müssen, Herr Härtling. Sie werden nichts dagegen haben, wenn wir das Auto mal rausschieben oder rausfahren. Nein, natürlich nicht. Schaust du mal auf den Schlüssel vorne stecken? Ich weiß nicht, wie der hierher kommt. Haben Sie zum Fahrzeug einen Schlüssel, Frau Härtling? Können Sie mir den bitte geben? Danke. Ja, aber... Als wenn das passen könnte. Ja, Klaus, da würde ich sagen, gehst du mal zum Fahrzeug, holst das Spurmaterial von der Unfallstelle. Ich hol mal den Koffer, ja, genau. Scheiße, ich verstehe das nicht. Ja, Frau Härtling, da hätte ich doch noch einige Fragen an Sie. Sie sagten mir vorher,
Ihr Mann wäre heute gegen 7 Uhr weggefahren mit dem Wagen. Ja. Sie hatten ja sogar gesehen, wie er hier ja wegfährt. Ja. Ist er auch so rückwärts rausgefahren? Ja. Es war ja noch dunkel. Da musste ja praktisch das Licht anmachen. Ist Ihnen da an den Scheinwerfern was aufgefallen? Nein, bestimmt nicht. Wenn da ein Scheinwerfer nicht gebrannt hätte, das wäre mir aufgefallen. Sehen müssen. Das dann haben Sie ja selber auch einen Fahrzeugschlüssel. Kann ich davon ausgehen, dass Sie selber auch mit diesem Fahrzeug fahren? Ja, aber... Sie sind heute mit dem Wagen noch nicht weg gewesen. Nein, nein, ich konnte ja nicht wegfahren, weil mein Mann ist ja weggefahren. Könnte es sein, dass er zwischenzeitlich das Auto noch mal in die Garage gestellt hat? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre Ihnen das aufgefallen? Ja, aber sicher. Klaus, gibt schon mal das große Teil der Blinkerabdeckung? Ja. Passt ganz genau. Frau Hertling, schauen Sie auch bitte her. Dieses Teil passt genau hier ans Fahrzeug hin. Ich hätte dich gebeten, Klaus, dass du das Teil vielleicht abschraubst. Das möchte ich dann mitnehmen. Mhm. Frau Hertling, es besteht kein Zweifel. Das ist das Fahrzeug, das wir suchen. Was ist überhaupt passiert? Dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen, Frau Hertling. Heute früh gegen 8 Uhr wurde hier in der Freisinger Landstraße, das ist etwa 3 Kilometer von hier entfernt, im Straßengraben ein Radfahrer tot aufgefunden. Daneben lag ein Fahrrad. Ja, und glauben Sie, dass mein Mann... An der Unfallstelle wurden die Spuren aufgefunden, die wir hier an Ihrem Fahrzeug oder an dem Fahrzeug Ihres Mannes anpassen konnten. Kann es nicht sein, dass das irgendein anderen Unfallhergang war, dass das... Von den Spuren her gesehen nicht. Aber zunächst müssen wir ja auch mal schauen, dass wir mit Ihrem Mann sprechen, was der zu der ganzen Sache zu sagen hat. Sie haben bisher mit Ihrem... bestimmt gehalten, das kann ich mir nicht vorstellen. Noch nicht gesprochen in dieser Sache? Nein. Na gut, also zunächst werden wir also dieses Fahrzeug jetzt sicherstellen. Es kommt zu uns in die Dienststelle. Da muss ein Gutachten gemacht werden durch einen Sachverständigen. Klaus, dann hätte ich gebeten, dass du mal einen Abschleppdienst antwortest. Das Fahrzeug kommt also zur Dienststelle raus, Dachauer Straße. Mhm. Und fordere auch gleich ein Streifenfahrzeug an, der hier das Fahrzeug kurzfristig bewacht und sagt ihnen, dass wir dringend weiter müssen. Frau Hertling, würden Sie mir jetzt bitte angeben, wo Ihr Mann beschäftigt ist? Ja, im Standesamt. Standesamt München 5 in der Weißbachstraße 14. In Giesing. Kommen Sie. Ich bräuchte einen Abschleppdienst. Nach Moosheim in die Freisinger Landstraße 72. Für den Pkw Ford. Kennzeichen München-Ludwig 79941. Und zudem bräuchte ich zur selben Adresse noch ein Fahrzeug, das die Abschleppung überwacht, damit wir einen Nachschauer haben. Bereits 30 Minuten später erscheinen die beiden Unfallfluchtfahnder im Standesamt. Da sie Herrn Hertling, den Leiter des Sterbebüros, nicht in seinem Zimmer antreffen, bitten sie einen Beamten im Geburtenbüro, Herrn Hertling, zu suchen. Gott, ich habe Herrn Hertling gerade erreicht, er kommt gleich. Dankeschön. Von dem alles wurde bei der Polizei angerufen. Sagen Sie mal, haben Sie angerufen? Natürlich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wer das war, Herr Hagemann. Grüß Gott. Herr Hertling. Grüß Gott. Um was geht's denn? Mein Name ist Jensen, Unfallflugfahnder und Polizeipräsident in München. Herr Baulus. Grüß Gott. Ein Kollege. Es geht um einen Verkehrsunfall. Ja. Wäre es vielleicht möglich, dass wir Sie reinsprechen können? Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Herr Hagemann, Sie halten sich bitte noch zur Verfügung. Jawohl. Bitte nehmen Sie noch Platz. Danke, sehr. Okay. Herr Hertling, wie schon gerade kurz angedeutet, es geht um einen Verkehrsunfall. Haben Sie uns vielleicht eine Erklärung abzugeben wegen dieses Unfalls? Ja, was für ein Unfall denn? Ich weiß von nichts. Dann muss ich ein bisschen weiter ausholen. Heute früh in der Freisinger Landstraße, nächst Ihrer Wohnung, wurde gegen 8 Uhr ein Radfahrer, eine Person tot, neben der Fahrbahn aufgefunden. Tot? Daneben lag ein Fahrrad. An der Unfallstelle konnte umfangreiches Spurenmaterial aufgefunden werden. Und dieses Spurenmaterial konnten wir aufgrund eines Hinweises an Ihrem Fahrzeug bereits anfassen. Ich bin heute Morgen aus Versehen, ist ja noch dunkel, mit meinem Wagen gegen das Gartentor gefahren. Diese Spuren, die gefunden wurden an der Unfallstelle, passen so eindeutig zu Ihrem Fahrzeug, dass ich Sie schon gebeten hätte, ob Sie hier mal überlegen wollen, hier irgendwie eine Aussage zu machen. Ja, das ist sicher ein Zufall. Es gibt viele Autos und es gibt auch viele Autos mit meiner Marke. Nach Sachlage sind Sie aber doch verdächtig, hier diesen Verkehrsunfall verursacht zu haben.
Moment, wollen Sie also zur Sache, nehme ich an, oder nehme ich keine weitere Angaben machen? Ich muss Sie aber jetzt als Beschuldigten belehren. Kommt hier in Betracht für Sie ein Vergehen der fahrlässigen Tötung, ein Vergehen der Unfallflucht? Und sollte sich eventuell herausstellen, dass der getötete Radfahrer hier nach dem Unfall noch gelebt hat und dann in hilfloser Lage zurückgelassen worden sein, dann käme eventuell noch ein Vergehen der unterlassenen Hilfeleistung hier hinzu. Noch eine Frage. Ich sage Ihnen zwar gleich, Ihren äußeren Eindruck nach bin ich nicht der Meinung, dass Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Frage Sie trotzdem, haben Sie in den letzten 24 Stunden größere Mengen Alkohol getrunken? Nein. Nicht. Bei der Schwere dieses Unfalls würde ich aber Sie trotzdem bitten, dass Sie mir einen Alkotest durchführen lassen. Das wäre, Sie müssten hier dieses Röhrchen aufblasen. Sind Sie einverstanden damit? Der ist also freiwillig. Sie können natürlich gerne einen Alkotest machen mit mir, aber mir kein Alkohol sind getrunken. Sind Sie einverstanden? Ich bin einverstanden, ja. Hörtling, ich bitte Sie nun, hören Sie mal, da mal einblasen und zwar bitte voll aufblasen. Circa 10 Sekunden lang. In einem Zug, wenn es geht. Ja, das langt. Darf ich? Danke. Dürfte negativ sein. Zur Entgegennahme der Personalien. Können wir da vielleicht in einen anderen Raum gehen? Ja, bitte, wir können in mein Büro nebenan gehen, mein Herr. In seinem Büro wird Herr Hertling von den Beamten darauf hingewiesen, dass er als Beschuldigter keine Angaben zu machen braucht. So kommt auch seine Gartentor-Geschichte nicht in das Vernehmungsprotokoll. Zu Hause macht seine Frau ihm heftige Vorwürfe, weil er sie nach dem Unfall nicht angerufen hat und auch ihr die Geschichte vom Gartentor erzählt. Du musst doch was gesehen haben, du warst doch dort. Sag, was ist denn passiert? Herrgott, nochmal, ja, ich bin heute Morgen die Strecke gefahren. Und hast den Radfahrer gesehen? Ich habe einen Radfahrer gesehen, habe einen Radfahrer nicht gesehen. Es war plötzlich ein Schatten vor mir. Hast du ihn angefahren? Angefahren? Ich habe etwas gestreift und habe ganz zum Schluss festgestellt, dass er ein Radfahrer war. Aber ich schwöre dir, der hat keine Beleuchtung gehabt. Ja, aber dann hättest du doch halten müssen. Du hättest doch schauen müssen, ob ihm was passiert ist. Kannst du dir vorstellen, was ich für einen Schock hatte? Ich habe den Wagen abgefangen, bin 100 Meter weiter gefahren und bin rechts in den Feldweg rein und habe dann angehalten. Du kannst ihn doch nicht einfach liegen lassen. Und dann habe ich erst mal geguckt. Umgekehrt? Ja, umgekehrt. Nachdem ich gesehen hatte, was am Wagen kaputt war, Scheinwerfer kaputt, blinklich kaputt, bin ich wieder eingestiegen, bin die gleiche Strecke zurückgefahren. Ja und? 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 Ich habe geschaut, ich habe aber nichts gesehen. Es lagen hast du angehalten, ausgestiegen. Es lagen da ein paar Scherben auf der Straße. Ja, aber da musst du doch nachschauen. Aber ich saß auch nicht, ich schwöre dir, ich habe keinen Radfahrer gesehen. Ich habe gedacht, der ist, mein Gott, der ist weitergegangen, irgendwo abgebogen. Habe ich gewusst, dass ich den so schwer verletzt habe? Ich schwöre dir, wenn ich gewusst hätte, dass ich ihn so schwer verletze, ich hätte sicher angehalten. Ja, aber, du hättest aber so bin ich zurückgefahren, habe das Auto in die Garage gestellt und mit dem Bus zum Dienst gefahren. Du hättest wenigstens telefonieren müssen. Du hättest die ja, Polizei anrufen müssen. Ich alles tun müssen. Mein Gott, ich bin genauso fertig. Ich weiß es doch. Nachdem ich zurückgefahren bin und nichts gesehen habe, habe ich mir weiter nichts mehr gedacht. Ich habe zwar schon geglaubt, mein Gott, hoffe ich, ist alles in Ordnung und so, aber der Radfahrer hat ja auch wirklich kein Licht, du. Das war nichts beleuchtet. Ich sah keine Katzenauge, sah kein Rücklicht. Der stand plötzlich wie ein Schatten in Sekundenschnelle vor mir. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Dann ist doch der Radfahrer schuld. Dann bist doch du gar nicht schuld. Dann kannst du zur Polizei schuld gehen und kannst oder es nicht der Polizei schuld sagen. Mein Gott, wie soll ich das beweisen, du? Ja, das kann man doch feststellen. Glaubst du mir, glaubt einer, wie kann ich beweisen, dass der ohne Licht gefahren ist? Dann müssen wir uns irgendwas ausdenken. Warum deine Scherben da auf die Straße kommen? Was soll ich mir da ausdenken? Ich kann bloß sagen, mir ist ein Tier, ein Hase, ein Reh oder irgend sowas ins Auto gelaufen. Dann hätte man doch Spuren gefunden von einem Tier, von Haaren, von irgendetwas. Hast du auch wieder recht. Ja, und der Kratzer auf der Seite. Auf der rechten Seite, der lange Kratzer, das kann doch nur von einem metallischen Gegenstand sein. Da, wo das Rad gestreift hat. Aber von was? Wo soll der Kratzer herkommen? In einem Lastwagen. Vor dir fährt. Und etwas fällt herunter, eine Stange, irgendetwas. Und du sagst, du hast geglaubt, es ist etwas runtergefallen und hat diesen Schlag verursacht. Tja, das ist gut. Das werde ich sagen. So. Ja, und dann ist auch erklärt, warum du beim Zurückfahren nicht extra angehalten hast. Weil ja, du hast da müsste man doch das Teil irgendwo finden, nicht wahr, was runtergefallen ist. Es müsste doch noch auf der Straße liegen oder zumindest im Graben. Du sagst doch nur, du hast geglaubt, dass es das war.
Gefunden hat man das Fahrrad, aber das weißt du ja nicht. Du hast nur geglaubt, es ist ein Teil von dem Lastwagen. Wenn die dann später mit dem Radfahrer kommen, dann könnte der Lastwagen, den sie nicht gegeben hat, den angefahren haben. Ja, so werde ich es machen. Ob das gut geht? Du musst jetzt auch an uns denken. Ich meine, das ist alles schrecklich, aber dem Radfahrer kann kein Mensch mehr helfen. Aber dir. Und uns? Du hast schon recht. Aber es belastet mich schon unwahrscheinlich, gell? Du musst bei dieser Version bleiben. Wenn du das andere nicht beweisen kannst, dann musst du dabei bleiben. Ich fühl mich schuldig und trotzdem unschuldig. Schuldlos schuldig werden, das kann gerade im Straßenverkehr sehr schnell passieren. Und zwar jedem von uns. Meine Gesprächspartner sind heute unser Versicherungsfachmann Wolfgang Hertel und Oberstaatsanwalt Hans Bär. Warum, Herr Bär, passiert es denn immer wieder, dass ein Autofahrer davonfährt und einen Verletzten einfach liegen lässt? Wir unterscheiden im Wesentlichen zwei Motivgruppen. Die eine Motivgruppe umfasst die Kraftfahrer, die aus Angst vor der Strafe flüchten. Andere, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Mhm. Und bei der ersten Gruppe ist sicherlich dominant der Kraftfahrer, der unter Alkoholeinfluss besteht oder sonst eine Straftat begangen hat, denken Sie ans Fahren ohne Fahrerlaubnis. Unter die zweite Gruppe fallen jene Kraftfahrer, denen man eine egoistische Grundhaltung zuspricht, nämlich Verlust des Schadenfreiheitsrabattes, sonstige Nachteile, berufliche Nachteile. Wie in unserem Falle der Herr Hertling als Beamter eben befürchten muss, Nachteile in seinem Beruf zu haben. Nun hat Herr Hertling ja nun von einem Schock gesprochen und offensichtlich vergessen die Menschen in einer Schocksituation eben, dass ja gerade durch die Flucht die Strafe viel höher wird, wenn sie erwischt werden dann irgendwann. Und auch das natürliche Empfinden, einem Unfallverletzten helfen zu wollen, das fällt in der Panik offensichtlich ganz flach. Ja, nun wird dem Schock allerdings zu viel Bedeutung beigemessen. Aha. Es gibt ihn nicht so oft, wie er behauptet wird. Und man unterscheidet einmal den posttraumatischen Schock. Also der Schock, der mit der Verletzung einhergeht? Der mit der Verletzung einhergeht und der hat die Eigenheit, dass man auch völlig normal reagieren kann. Aha. Und es gibt den psychischen Schock, das ist der Schock, der zur Verwirrtheit führt, wo der Einzelne nicht mehr weiß, was er tut, wo er eben unter Umständen von Strafe frei sein kann. Nun, die ärztliche Wissenschaft ist allerdings so weit, dass sie sagt, dass dieser Schock nur kurzfristig andauert. Das heißt, nach wenigen Minuten bereits wieder abklingt. Das heißt, der Kraftfahrer kann wieder das tun, was der Gesetzgeber von ihm verlangt. Und wie sieht es denn aus mit den Unfallfluchtdelikten? Steigen sie weiter an oder wie ist es? Wir haben in den letzten beiden Jahren in der Tat einen leichten Rückgang zu verzeichnen gehabt. Aber wenn die Prognose stimmt, werden wir in diesem Jahr eben wieder mit einer erheblichen Zunahme an Unfallfluchtfällen zu rechnen haben. Warum denn? Ja, es gibt eben doch noch sehr viele Bagatellfälle, die den Kraftfahrer anreizen, Flucht zu begehen. Denken Sie beim Ausparken, wenn ein geringer Schaden angerichtet wird und vielleicht der Fahrer ein paar Bier getrunken hat und nun befürchtet, deswegen den Führerschein zu verlieren. Mhm. Er kommt nun eben durch das Warten müssen in eine gewisse Zwangssituation zwischen die Mühlsteine des Gesetzes. Und er entschließt sich eben dann doch, lieber zu fahren, als da zu bleiben und seinen Führerschein zu verlieren. Ich habe deswegen auf dem Verkehrsgerichtstag 1982 in Goslar den Vorschlag gemacht, der Gesetzgeber möchte es zulassen, dass solche Kraftfahrer durch eine Meldung an eine Institution, die völlig unabhängig ist, durch eine solche Meldung eben die Unfallstelle verlassen kann, dass er seinen Pflichten dadurch nachkommen kann. Der Verkehrsgerichtstag hat diese Empfehlung angenommen. Und was sagen denn die Versicherungen dazu, Herr Hertel, zu diesem Vorschlag? Müssen die nicht froh sein, dass sie jemand, der geflüchtet ist, dann nicht zahlen müssen, die Gelder? Also mir ist das Anliegen von Herrn Bär bekannt und begreiflich, aber wie man es verwirklichen könnte, darüber müsste man nochmal sehr grundsätzlich nachdenken. Im Übrigen, wir Versicherer erwarten und verlangen sogar von unseren Versicherungsnehmern, dass sie sich nach einem Unfall der Situation stellen und Art und Umfang ihrer Beteiligung bestmöglich und schnellstmöglich aufklären. Wir gewinnen nichts bei einer Unfallflucht. Im Gegenteil, wir haben, um die Unfallopfer zu schützen und vor Nachteilen zu vermeiden, in Hamburg den Verein für Verkehrsopferhilfe gegründet und aus diesem Verein werden diese Unfallopfer genauso entschädigt bei einer geglückten Unfallflucht, wie wenn man den Täter hätte feststellen können. Ich darf nochmal auf Ihren Vorschlag zurückkommen, Herr Bär. Er ist also angenommen vom Verkehrsgerichtstag. Wann wird er denn nun gesetzlich verankert, damit wir alle was davon haben? Ja, nun, das, was der Verkehrsgerichtstag tut, kann nur eine Empfehlung sein. Ja. Was der Gesetzgeber daraus macht,
Das ist natürlich seine Sache, das wissen wir nicht. Aber ich persönlich glaube, dass es doch wünschenswert wäre, die Sache zu prüfen. Insbesondere auch deshalb, weil der Verkehrsgerichtstag den Vorschlag ja auch angenommen hat. Ein paar Tage später geht der Hertling zum Anwalt und berichtet, was sich am Unfalltag abgespielt hat, verschweigt aber, dass er den Radfahrer vor dem Zusammenstoß schemenhaft gesehen hatte. Dafür erzählt er die Geschichte mit dem LKW, der etwas verloren habe. Haben Sie der Polizei gegenüber schon irgendwas gesagt? Ich habe der Polizei, das war natürlich dumm von mir, das gleiche erzählt, was ich meinen Kollegen auch gesagt habe, dass ich zu Hause gegen das Gartentor gefahren bin. Ja. Ist da schon irgendwas schriftlich aufgenommen worden? Nein, ich habe damals gesagt, ich möchte erst mit einem Anwalt sprechen. Es ist in der Richtung nichts geschehen. Dann mal gleich vorweg gegenüber der Polizei und auch gegenüber anderen nichts mehr sagen. Gar nichts. Ja. Was ist denn an Ihrem Auto alles kaputt? Das Auto wurde ja sofort in Gewahrsam genommen. Hm. Ja, ich habe es also nur... Haben Sie es schon wieder? Nein. Dann werden wir uns mal zunächst an die Polizei wenden müssen, damit wir überhaupt feststellen, was war los. Wissen Sie irgendwas Näheres über dieses Opfer? Ja, Herr Rechtsanwalt, das wollte ich Sie ein bisschen fragen, weil es belastet mich schon sehr. Vielleicht könnten Sie herausfinden, ob der Radfahrer, welche Art und Weise er nun gestorben ist. Ist er auf, sicherlich. Ist er gleich tot gewesen oder hätte ich ihn retten können, wenn ich ausgestiegen wäre, ja? Es wird einige Zeit dauern, bis Herrn Hertling die ihn quälende Frage, ob der Radfahrer noch hätte gerettet werden können, beantwortet wird. Denn nur das gerichtsmedizinische Gutachten kann darüber Auskunft geben. Das einzig Positive, das Herr Hertling berichten kann, ist die Tatsache, dass er nicht betrunken war. Der Anwalt kommt dann noch einmal auf das Unfallgeschehen zurück. Mit welcher Geschwindigkeit ungefähr sind Sie denn gefahren? Ich bin nicht schnell gefahren bei diesen Verhältnissen. Es war dunkel und leicht neblig. Ich bin etwa mit 60 gefahren, ja. Mhm. Und der LKW vor Ihnen? Nun, der LKW müsste eigentlich ein bisschen langsamer gewesen sein, weil ich habe ihn ja eingeholt, mhm. Ja. Bis auf einen Abstand von etwa 15, 20 Meter werden es gewesen sein, ja. Haben Sie an diesem... Ich habe dann, nachdem das Teil hier auf mein Auto geflogen ist, eine Reaktion gemacht. Ich habe also das Auto nach links herumgerissen und ich habe eigentlich nach dem LKW auch nicht mehr geschaut. Der war dann plötzlich weg. Ja. Haben Sie vorher an dem LKW irgendwie was Ungewöhnliches bemerkt, dass der vielleicht eine Ausweichbewegung oder sowas gemacht hat? Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Es wäre ja theoretisch denkbar, dass der LKW den Radfahrer erwischt hat. Tja, es wäre denkbar, aber... Also bemerkt haben Sie nichts? Ich kann mich im Augenblick nicht daran erinnern. War der LKW beleuchtet? Der LKW war beleuchtet, aber nicht sehr intensiv. Ich habe eine Kfz-Nummer und so weiter nicht ausmachen können. Ja, da werden etliche Probleme auf Sie zukommen. Jetzt zunächst mal rein von der strafrechtlichen Seite her. Wenn Sie tatsächlich in diesen Unfall verwickelt waren, dann schaut es also nicht gut aus. Mit welcher Bestrafung muss ich denn da rechnen? Immerhin bin ich Beamter. Und stehe kurz vor der Beförderung zum Oberinspektor. Im übelsten Falle mit einer Freiheitsstrafe. Freiheitsstrafe? Ja. Und zwar möglicherweise ohne Bewährung. Im schlimmsten Falle. Das ist natürlich hart. Das ist sehr hart. Wir werden also folgendermaßen vorgehen. Ich besorge mir so bald wie möglich die Ermittlungsakten. Werde mich auch mal darum kümmern, was mit Ihrem Auto ist. Sie können übrigens auch damit rechnen, dass möglicherweise ein Führerscheinentzug im Raum steht. Ja. Und dass Ihnen vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen wird. Also da muss bewiesen sein, dass ich derjenige war, der den Radfahrer... Nein, das muss noch nicht bewiesen sein. Es muss nur ein dringender Tatverdacht bestehen. Ach, der Tatverdacht alleine reicht aus? Er reicht für eine vorläufige Entziehung. Und endgültig entschieden wird dann in einer Gerichtsverhandlung. Es kommen noch weitere Probleme auf Sie zu. Wenn Sie wegen Unfallflucht verurteilt werden sollten, dann kann eine Versicherung bei Ihnen Regress nehmen, wenn die bezahlen müssen. Mhm. Es geht allerdings nur bis zu 5.000 Mark. Sie brauchen also nicht... zu befürchten, dass Sie Ihr Leben lang für eventuelle Angehörige dieses Opfers Rente zahlen müssen, sondern maximal 5.000 Mark. Sie müssen auf jeden Fall gegenüber Ihrer Versicherung erstmal den kompletten Schaden melden. Noch was anderes, das Ganze wird ja auch nicht billig. Haben Sie eine Rechtsschutzversicherung? Ja, eine Rechtsschutzversicherung, die habe ich, ja, ja. Okay. Und ansonsten werde ich Sie verständigen, sobald ich die Ermittlungsakten da habe. Wenn es Ihr Wagen war, dann können Sie damit rechnen, dass Sie eine Anklage kriegen. Möglicherweise, nachdem Sie Beamter sind, auch eventuelle Disziplinarmaßnahmen. Ja, das wäre fürchterlich. Auch noch auf Sie zukommen. Ja, das wäre ja furchtbar. Sicher ist es furchtbar, was auf Herrn Hertling und seine Familie als Folge dieses Unfalls zukommen kann. Eine Freiheitsstrafe, Entzug der Fahrerlaubnis, 5.000 Mark Regresszahlung an seine Haftpflichtversicherung, wenn er wegen Unfallflucht verurteilt wird, ein Disziplinarverfahren, eventuell Gehaltskürzungen und keine Beförderung. Doch noch schlimmer sind die Folgen für Frau Huttner und ihre kleine Tochter.
Sie haben den Lebensgefährten, Vater und Ernährer verloren. Frau Huttner war nicht verheiratet. So hat sie wenig Hoffnung, eine Entschädigung von der Haftpflichtversicherung des Herrn Hertling zu bekommen. Auf Rat von Freunden hat sie sich eine Anwältin genommen, um wenigstens für ihr Kind eine angemessene Waisenrente zu erhalten. Spät dran, du? So. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt? Herr Frau Huttner, also zum Unterhalt des Kindes, da bin ich mit der Versicherung schon eine ganze Menge weitergekommen. Ja. Und das kommt gleich noch, aber für Ihren Unterhalt eben, für Ihren Schadensersatzanspruch, der ja eigentlich auch, wenn man so überlegt, dass Sie ja eben auch wie eine Ehefrau mit ihm zusammengelebt haben, ja auch eigentlich in Betracht käme, da kann ich Ihnen nach wie vor eben nur eine negative Auskunft geben, nicht? Also überhaupt nichts? Nein. Das ist aber sehr ungerecht. Ja, im Grunde genommen, ich meine, so kann man es betrachten. Ja. Aber auf der anderen Seite ist eben der Schadensersatzanspruch nur dann gegeben, wenn auch tatsächlich eine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht. Nur die Ehefrau, die wirkliche Ehefrau, hatte eben einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch und dann eben demzufolge die wilde Ehefrau, also die nicht eheliche, ja, ja, Lebensgemeinschaft lebende Ehefrau, nicht. Die, ja, Arbeit ist zwar dieselbe, nicht? Ja, genau, genau. Naja, aber jetzt zum Schadensersatzanspruch, der Ihrer Tochter, ja, zusteht, nicht? Und da ist es jetzt so, da war ich eigentlich mit der Versicherung so weit, dass sie bereit war, 20% des Nettoeinkommens, ah, ja, ihres verstorbenen Lebensgefährten, ja, zu bezahlen. Das ist eigentlich recht gut, das liegt höher als der Regelbedarf. Ah, ja. Mhm. Das sind so circa 700, ja, Mark. Mhm. Und dann eben noch eine, sozusagen die Verpflichtung, die Berufsausbildung zu übernehmen. Nur ist jetzt nur eines, und das ist ein bisschen, naja, das sieht im Augenblick nicht so gut aus. Ich habe nämlich das Gutachten bekommen vom Sachverständigen, und dieses Gutachten sagt letztlich aus, also nach dem Stand der Dinge, war es unvermeidbar für den Autofahrer, nicht? Weil eben der Herr Braschwitz in dunkler Kleidung und Fahrrad ohne Beleuchtung, das und so weiter. Fahrrad, ja. Ich habe ihm immer gesagt, er soll sich ein neues Fahrrad kaufen, aber das, ja, das war es eben nicht. Ja, naja, aber wie gesagt, also denken wir jetzt mal, es ist schwer für Sie, das kann ich mir gut, ja, vorstellen, aber denken Sie jetzt an die Tochter, und wir müssen jetzt sehen, dass wir möglichst viel jetzt für Ihre Tochter herausholen, ja, und dass die jedenfalls abgesichert ist, nicht? Finanziell sieht es ja nicht so rosig aus für Sie im Augenblick. Na, ich hatte mich bemüht, eine Ganztagsstelle zu bekommen, aber es ist ungeheuer schwer, nicht? Ja. Und ich habe auch im Verein für alleinerziehende Mütter nachgefragt, und die haben gesagt, also es sind so viele Fälle, wo eben alleinerziehende Mütter einfach keine Ganztagsstelle bekommen. Ja. Ich bin überall rumgelaufen. Es ist heute nicht mehr so einfach bei, ja, dieser Wirtschaftslage, nicht? Ja. Da wären dann, wenn überhaupt, Frauen eingestellt werden, jüngere Frauen, ja, nicht Frauen mit Kindern. Und das Auto, das haben Sie? Ja, das habe ich verkauft, aber es war ja auch nicht für, ja, mich. Ich brauche das ja nicht, ich habe ja keinen Führerschein. Ja, ja. Nicht. Ich meine, dieses Unfallgutachten, damit es jetzt nicht für Sie zu negativ klingt. Ich stehe zum Beispiel auf dem Standpunkt, man kann durchaus auch anders argumentieren. Denn wenn zum Beispiel jemand auf, ja, nachts, also wenn ich als Autofahrer über die Landstraße fahre und da liegt ein Betrunkener beispielsweise oder ein Schwerverletzter auf der Straße, darf ich den ja auch nicht einfach, das, überfahren. Ist ja natürlich. Er muss sich einfach so, er muss seine Fahrweise so einrichten, dass er eben jederzeit anhalten kann. Also wir müssen, ja, jetzt mal die Verhandlung abwarten. Ja, und wer bezahlt Sie dann? Wie sieht das, ja, dann aus mit den, das, Kosten? Ist genau, die Frage schließt sich jetzt wirklich unmittelbar an. Ja. Denn wenn man mal jetzt mal den negativsten Fall nimmt, mhm, dass der, für uns negativsten, ja, Fall, dass, ja, der Angeklagte freigesprochen wird, dann müssten Sie meine Kosten, die Anwaltskosten, selbst tragen. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Hier sind Sie schon richtig. Mein Anwalt muss sich gleich kommen. Ja. Wie ich die Dinge beurteile, ja, kommt ein Freispruch auf gesamter Ebene nicht in Betracht. Mhm. Nein. Mhm. Bei einer Verurteilung trägt der Angeklagte ihre notwendigen Auslagen. Ja. Und zu ihren notwendigen Auslagen gehören eben die Anwaltskosten, ja, ihre Reisekosten, ihre Terminskosten, ah, ja, und so weiter. Nicht? Glauben Sie, ich werde im Gerichtssaal jetzt vernommen, oder wollen die was von mir wissen? Muss ich da was sagen? Also wahrscheinlich nicht. Im Grunde genommen geht es jetzt darum, dem Angeklagten seine Schuld nachzuweisen. Ja. Das heißt also, dass ich jederzeit auch Fragen stellen kann zur Sachverhaltsaufklärung. Wenn Sie zum Beispiel irgendwie wüssten, dass ein Katzenauge dran war, beispielsweise, ja, und die Polizei es nicht gefunden hatte, dann könnte man dennoch, also ich würde dann eben sagen, also es war ein Katzenauge da, und würde beantragen, dass Sie in einem solchen Fall als Zeugin vernommen werden sollten. Weil man da eben das, in Anführungsstrichen, Mitverschulden runterbringt, nicht? War denn
wirklich überhaupt nichts dran, was hätte leuchten können. Eben das Katzenauge war eben leider auch nicht mehr dran. Naja, das Fahrrad war so alt und ich habe ihm ja auch gesagt, er soll sich um Gottes Willen endlich ein neues Fahrrad kaufen. Das geht nicht, da passiert bestimmt mal irgendwas, aber wie es dann so ist, nicht. Ja. Man glaubt ja immer nicht, dass was passiert. Ich glaube, der Hinterhof ist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Übrigens, der Herr da hinten in Zivil, das ist der Beamte, der bei uns zu Hause war, der die Garage aufsperren musste. Ja, der war bei mir auch im Büro. Ja? Bei Ihnen auch. Tja, und Herr Erdling, wir bleiben dabei. Sie sagen am besten gar nichts. Ja. Sie werden ja belehrt darüber, dass Sie ein Aussageverweigerungsrecht haben. Kann ich meinem Mann damit schaden, wenn ich mich nichts sage? Nein. Der Verteidiger hatte nach Einsicht der Ermittlungsakten noch ein Gespräch mit seinem Mandanten geführt. Aufgrund der Aussage von Frau Kronbach, in der nichts von einem Lastwagen stand, hatte er Herrn Hertling nahegelegt, die LKW-Geschichte fallen zu lassen. Das wird schon nicht so schlimm werden. Ich kann ja nichts tun dazu. Nee. Gut. Und wir machen es wie besprochen? Wie besprochen, ja. Nur den LKW. Lass es weg. Ich fühle mich gar nicht wohl in meiner Haut, diese Gerichtsatmosphäre hier. Ich bin ja zum ersten Mal auf dem Gericht. Du verstehst das schon. Hast du gerade die schwarz gekleidete Frau gesehen? Mhm. Das ist bestimmt die Witwe. Schrecklich. Wenn du denkst, es ist jetzt ein halbes Jahr her, jetzt hat sie es wahrscheinlich gerade etwas überwunden. Und heute wird alles wieder aufgerollt und aufgewärmt. In Sachen Hertling, bitte in den Sitzungssaal. Ich muss durch die andere Tür sitzen. Grüß Gott. Die Zeugen bitte vor die erste Stuhlreihe treten. Ja, danke. Zum Aufruf kommt die Sache gegen Hertling Wilhelm. Wegen fahrlässiger Tötung und anderem ist erschienen Herr Hertling mit seinem Verteidiger. Die Vollmacht befindet sich auf Blatt 5 der Akten. Dann sind erschienen die Zeugen. Und zwar haben wir da Frau Kronbach, dann Herrn Wannenwetsch, dann Frau Hertling und den Herrn Jensen. Dann ist erschienen Herr Professor Danner als Sachverständige und als Nebenklägerin Frau Huttner. Frau Huttner, das sind Sie. Sie sind die gesetzliche Vertreterin der Tochter des Getöteten. Das ist richtig, ja, mit Ihrer anwaltschaftlichen Vertreterin. Drei weitere Zeugen haben sich krank gemeldet. Fräulein Debald und zwei Polizeibeamte. Der Richter hofft, die Verhandlung auch ohne sie durchführen zu können. Die anwesenden Zeugen müssen nach der Belehrung über die Wahrheitspflicht den Saal wieder verlassen. Zu seinen Personalien befragt, gibt Wilhelm Hertling an, 44 Jahre alt, verheiratet, einen Sohn. Leiter des Sterbebüros im Standesamt München 5, Nettogehalt 3000 Mark. Anschließend verliest die Staatsanwältin die Anklage. Der Angeklagte steuerte am 18.10.1984 gegen 7 Uhr seinen Pkw auf der Freisinger Landstraße, Staatsstraße 2053 in südliche Richtung. In gleiche Richtung, am westlichen Fahrbahnrand der Freisinger Landstraße, fuhr der beteiligte Braschwitz mit seinem Fahrrad, an dem keinerlei Beleuchtungseinrichtungen vorhanden waren. Infolge außer Achtlassung der im Verkehr erforderlichen und zumutbaren Aufmerksamkeit bemerkte der Angeklagte bei Kilometer 19,5 den beteiligten Braschwitz mit seinem Fahrrad zu spät und erfasste trotz eines verspäteten Ausweichmanövers den Radfahrer mit dem vorderen rechten Kotflügel seines Pkw am Unterschenkel. Durch den Anprall wurde der beteiligte Braschwitz mit seinem Fahrrad nach rechts in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, wobei er tödliche Verletzungen erlitt. Der Angeklagte hätte bei Beobachtung der im Verkehr erforderlichen und zumutbaren Sorgfalt den für ihn voraussehbaren Unfall vermeiden können. Außerdem beschuldigt die Staatsanwältin den Angeklagten, Unfallflucht begangen zu haben. Er muss sich also wegen fahrlässiger Tötung in Tatmehrheit mit einem Vergehen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Herr Hertling, der bereit ist auszusagen, schildert den Unfall folgendermaßen. Ich fahre grundsätzlich jeden Morgen mit meinem Pkw die Freisinger Landstraße bis nach Ismaning, um dort in die S-Bahn umzusteigen. Mhm. Ich bin auch am 18. besagten Monats diese Strecke gefahren und bin nach kurzer Fahrstrecke, nach etwa 3-4 Kilometer, mit einem Ereignis konfrontiert worden, das mir heute noch rätselhaft ist. Ich möchte hinzufügen, die Wetterverhältnisse, es war noch dunkel, es war neblig, es war so circa gegen 7 Uhr, hörte ich plötzlich rechts vorne am Wagen einen dumpfen, undefinierbaren Knall. Ich glaube, dass ich im Unterbewusstsein
reflexhaft noch ausgewichen bin, über die Straßenmitte hinausgefahren bin und angesichts des entgegenkommenden Fahrzeuges, es war in einiger Entfernung ein Fahrzeug, ich glaube sogar mit aufgeblendetem Licht auf mich zukommen. Ich bin also dann an dem Fahrzeug vorbeigefahren und nach einigen hundert Metern rechts in einen Feldweg eingebogen, um festzustellen, was nun eigentlich passiert war. Ich stellte dabei fest, dass mein rechter Scheinwerfer zerbrochen war, das Blinklicht beschädigt war. Ich habe kurze Zeit überlegt, was ich nun tun solle und bin zu der Überlegung gekommen, dass ich also die gleiche Strecke nochmal zurückfahre, um festzustellen, was nun die Ursache dieses dumpfen Aufschlags an meinem Fahrzeug war. Ich bin also langsam die Strecke zurückgefahren und als ich auf die Höhe der Unfallstelle kam, sah ich, dass hier einige Glasscherben auf der Straße lagen. Ich bin ausgestiegen, habe die Glasscherben, die größeren Teile zumindest, mit dem Fuß zur Seite geräumt, konnte aber weitere Teile, die womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnten, nicht sehen. Ich bin dann wieder in meinen Wagen eingestiegen, bin nach Hause gefahren, habe den Wagen in die Garage gestellt und bin mit dem Bus nach Ismaning gefahren, um mit der S-Bahn weiter zu meiner Arbeitsstelle nach Giesing zu fahren. Gut, jetzt zu den einzelnen Punkten. Sie sagen, es war dunkel. Wie dunkel war es? Stockdunkel wie nachts oder schon in der Früh dämmerig? Also ich hatte den Eindruck, dass es stockdunkel war. Vor allen Dingen unterstützt durch die Nebelschwaden und war und richtig dicker Nebel oder? Ja, dicker Nebel nicht. Es war so, wie es in der Gegend also üblich ist, so Nebelschlieren, die so über die Straße ziehen. Wann fahren Sie denn los, damit Sie rechtzeitig ankommen? Ja, ich fahre grundsätzlich gegen 7 Uhr los. Und wie lange sind Sie dann ungefähr unterwegs gewesen? Bis zum Unfall? Ja. Ich glaube zwei oder drei Minuten. Sie hatten an Ihrem Fahrzeug Licht eingeschaltet? Ja. Welches Ablendlicht? Licht? Ablendlicht. Das normale Fahrlicht. Wie weit konnten Sie die Straße einsehen? Bei diesen Sichtverhältnissen ca. 20 bis 25 Meter. Wie schnell sind Sie Ihrer Meinung nach gefahren? Können Sie das abschätzen? Ich bin ca. mit 50 bis 55 km/h gefahren. Mhm. Dann sagen Sie, das nächste, was Ihnen aufgefallen ist, war ein dumpfer Knall vorne rechts. Ja. Und Sie haben nicht gewusst, was das war. Ja. Haben Sie vor dem dumpfen Knall irgendetwas gesehen? Nein. Haben Sie nach Ihrer Erinnerung nach vorne rausgeschaut oder haben Sie mit Ihrer Kassettenanlage gearbeitet oder am Radio gedreht oder Zigaretten angemacht? Nein, ich habe eigentlich nach vorne rausgeschaut. Mein Blick war eigentlich auf das entgegenkommende Fahrzeug gewendet. Ich war also nicht auf den Straßenrand fixiert, sondern mehr auf das entgegenkommende Fahrzeug. Dann kam es zu dem dumpfen Knall und habe ich Sie dann recht verstanden, dann sind Sie ausgewichen. Ja. Ist Ihnen dann was aufgefallen am Auto? Als ich eben den Wagen wieder in Gewalt hatte, habe ich festgestellt, dass mein rechtes Licht nicht mehr... Und dann sind Sie irgendwann zum Halten gekommen. Wo war das ungefähr? In Metern hinter dem Anstoßort? 200-300 Meter vielleicht nach diesem Ereignis bin ich rechts in den Feldweg eingebogen. Und haben Sie sich Ihren Schaden angeschaut, das haben Sie schon gesagt. Ja. Und Sie sind dann langsam, so haben Sie es vorhin dargestellt, zurückgefahren und an der Unfallstelle, wo Sie glauben, dass es gewesen sei, vorbeigefahren. Und nein, ich bin nicht vorbeigefahren, ich habe angehalten. Bin also ausgestiegen, um dort festzustellen, ob vielleicht noch ein größeres Teil liegt und habe vor allem die größeren Splitter auch noch mit dem Fuß ein bisschen zur Seite geräumt, aber dann war für mich eigentlich nichts mehr zu tun. Ich fühlte mich auch nicht veranlasst, hier weiter zu suchen oder die Gegend abzusuchen. Haben Sie sich nicht mal dafür interessiert, was eigentlich aus dem anderen geworden ist? Ich habe mir schon Gedanken gemacht, dass es vielleicht, was es sein könnte, ein Eisenteil oder ein Schatten, ein Stück Holz oder was. Also ein Schatten macht ja keine Delle und kein Loch ins Glas, Herr Hertling. Mittlerweile wissen Sie ja, was es gewesen ist. Es ist ein Radfahrer gewesen. Haben Sie nicht gesehen, dass da ein Fahrradfahrer fährt? Nein. Ich konnte keinen Radfahrer erkennen. Und wie Sie dann draußen waren, haben Sie auch kein Ächzen oder Stöhnen oder irgendwas gehört oder ein Fahrrad gesehen? Nein, also, wenn ich gewusst hätte, dass da ein Radfahrer liegt, ich überhaupt gewusst hätte, dass ich einen Radfahrer umgefahren habe, hätte ich ja mit Sicherheit alles Mögliche unternommen, um diesen Mann zu retten. Ja, dieses Wissen hätten Sie sich eben möglicherweise verschaffen müssen, ob da so einer liegt. Gell? Aber wenn Sie sagen, dass Sie ihn gar nicht gesehen haben, dann nehme ich das erstmal so zur Kenntnis. Ja. Obwohl ich Ihnen schon sagen will, dass es natürlich schwer ist, einen ganzen Radfahrer mit Rad nicht zu sehen. Ich habe zunächst keine Fragen an der Angeklagten. Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage. Können Sie was dazu sagen, wie viel Seitenabstand Sie in etwa vom Fahrbahnrand, also vom Rand der befestigten Fahrbahn entfernt waren? Ich pflege also bei diesen Sichtverhältnissen grundsätzlich an der weißen Linie entlang zu fahren, an der weißen Mittellinie, mehr zur Mitte orientiert und nicht rechts.
Sind Sie die ganze Zeit mit Abblendlicht gefahren? Ja. Jetzt weitere Frage. Sind Sie an der Arbeitsstelle irgendwie gefragt worden, weshalb Sie jetzt... Fräulein Dewald, meine Sekretärin, die sagt, na Herr Hertling, haben Sie heute mal verschlafen? Ich habe mir eigentlich nicht anders zu helfen gewusst, als ihr zu sagen, ja, ich habe heute Morgen mein Gartentor eingefahren mit meinem Wagen und musste deshalb mit dem Bus fahren. Es fiel mir ganz spontan ein und ich wollte eigentlich auf die etwas provozierende Frage eine Antwort geben, die etwas überzogen war. Es bedarf schon immerhin einiger Fantasie, auf so eine doch ziemlich einfallsreiche Schutzbehauptung zu kommen. Ich habe keine weiteren Fragen. Ja, dazu nur eine Nachfrage. Es war ja dann nicht Ihre Sekretärin, die dann kam, sondern dann waren es die Polizeibeamten, die zu Ihnen kamen. Und da haben Sie dann ja aber auch diese Geschichte von dem Gartentor erzählt. Ich fühlte mich bei der Polizei eigentlich nicht veranlasst, in Anbetracht der Tatsache, dass die gleichen Beamten nun auch meine Kollegen befragen in dieser Geschichte, als die bei mir im Büro erschienen, der Polizei was anderes zu erzählen. Vor allem in Anbetracht des Umstandes, dass ich mir ja eines Unfalles mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ja nicht bewusst war, ja? Gut. Ja, Frau Staatsanwältin? Doch, jetzt habe ich aber eigentlich doch noch eine weitergehende Frage. Die beiden Polizeibeamten hatten Ihnen aber doch gesagt, dass Sie als Beschuldigter in Frage kommen für erstens eine fahrlässige Tötung und zweitens eine Unfallflucht. Auch daraufhin, so jedenfalls nach Angaben der beiden Polizeibeamten, haben Sie daran festgehalten, dass Sie diesen Unfall auf keinen Fall verursacht haben. Darf ich bitte mal eine Zwischenfrage zu meinem Anwalt tätigen? Ja, bitte? Gerne. Wenn Sie sich mit Ihrem Anwalt kurz unterhalten wollen, ist das jederzeit möglich. Ja, um Ihre Frage zu beantworten, ich war natürlich betroffen und schockiert über den Tod eines Radfahrers, aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich fühlte mich nicht zuständig. Ja? Ich hab nur einen Schatten gesehen, ich habe keinen Radfahrer gesehen. Also tatsächlich hat es sich um einen Schatten gehandelt und nicht um ein Metallstück? Das kann ich nicht beantworten. War das ein massiver Schatten, also ein größerer Gegenstand oder was Kleines? Ich kann es nicht sagen. Sie nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich auf Ihre neuerliche Einlassung aber noch eines vorhalten. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind ausgewichen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ja. Und haben dann Mühe gehabt, das Fahrzeug anzuhalten und haben es nach einigen hundert Metern angehalten. Ja. Und eben haben Sie gesagt, Sie sind ausgewichen und haben das Auto nach wenigen Metern wieder auf die andere Fahrbahn zurückgelenkt. Also Sie hätten gleichwohl auch, sagen wir mal, eine Strecke von 20 Meter hinter der Unfallstelle gleich anhalten können. Nein, das hätte ich insofern nicht gekonnt, weil ich durch diesen äußeren Einfluss erstmal in Schockzustand war. Mhm. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich auch rein physisch wieder zu fangen. Na gut, wir werden das zunächst einmal so stehen. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen? Frau Nebenklägervertreterin, haben Sie Fragen? Sie müssen schon verstehen, dass sich der Verdacht aufdrängt, so wie Sie es hier schildern, dass Sie etwas zu vertuschen haben. Sie fahren zurück, stellen das Auto trotz eines, sagen wir mal, relativ geringen Schadens sorgfältig in der Garage ab, Garagentor wieder zu und so weiter. Warum haben Sie es nicht einfach draußen stehen lassen, wenn Sie kein schlechtes Gewissen mal in Anführungsstrichen hatten? Also den Vorhalt verstehe ich nicht recht. Wenn schon eine Garage da ist, warum soll das nicht reinstellen? Weil er in Zeitdruck ist, beispielsweise. Und? Es ist natürlich schon eine verständliche Frage, wenn Sie so in Druck sind, warum stellen Sie Ihr Auto in die Garage? Insofern genau. Kann ich also den Sinn der Frage schon verstehen, soweit Sie das gerügt haben, Herr Verteidiger. Meine Frau, die arbeitet halbtags und die kommt ja gegen Mittag nach Hause. Und wenn die den Schaden am Fahrzeug gesehen hätte, dann hätte sie sich wahrscheinlich sehr aufgeregt, hätte nicht gewusst, was los ist. Ich wollte das eigentlich erst abends, wenn ich vom Dienst nach Hause komme, erklären. Dass da lassen wir es mal so stehen, danke. Ja. Sonst auch also jetzt keine Fragen mehr. Dann, oh, entschuldigen Sie, Herr Verteidiger. Sie haben uns geschildert, dass Sie einen dumpfen Knall gehört haben. Ja. Haben Sie vor Wahrnehmung dieses Knalles gebremst oder irgendwie gelenkt mit dem Auto? Nein, gar nichts. Und haben Sie keine Erschütterung Ihres Fahrzeuges in Verbindung mit dem Knall festgestellt? Ich weiß nicht, Sie was Sie unter Erschütterung meinen. Das Fahrzeug erschüttert, das Fahrzeug nicht vibrieren. Ja. Es war ein Knall und vielleicht auch ein bisschen Erschütterung, aber wie nun genau und was nun immer, kann ich... Vielen Dank. Sonst noch Fragen an den Angeklagten von irgendeiner Seite? Keine. Dann rufen Sie bitte die Frau Kronbach auf. Frau Kronbach, bitte. Die Zeugin Elisabeth Kronbach sagt aus, wie sie es auch schon ihrer Nichte erzählt hatte, dass ihr morgens um 7 Uhr, als es noch dunkel war, auf der Freisinger Landstraße ein Auto entgegenkam, etwa 300 Meter entfernt. Und mit einem Mal machte das entgegenkommende Fahrzeug einen Schlenker Richtung Straßenmitte. Und während des Schlenkers
ging ihm ein Scheinwerfer aus. Mhm. Und ich habe sofort meine Geschwindigkeit etwas gedrosselt, weil ich ja nicht, ich dachte, wer weiß, vielleicht ist er eingeschlafen oder ihm ist ein Tier reingelaufen oder sonst irgendetwas. Und dann fuhr er aber völlig normal auf der richtigen Straßenseite, also auf der rechten. Und dann sind Sie also schön aneinander vorbeigekommen? Ja. Und was haben Sie da noch festgestellt? Ich habe im Vorbeifahren nur gesehen, dass es ein weißer Variant war, also ein weißes Auto. Und bin dann weitergefahren, habe dann an der Unfallstelle natürlich geguckt und habe dann Glassplitter eben von dem kaputten Scheinwerfer auf der Straße liegen sehen. Sie haben eben gesagt, Sie haben an der Unfallstelle geguckt. Wieso bezeichnen Sie da eine Stelle als Unfallstelle? Na, jetzt im Nachhinein. Nicht damals habe ich das nicht festgestellt. Damals habe ich das auch nicht als Unfall registriert. Wenn ich den Eindruck gehabt hätte, dann hätte ich ja angehalten, hätte ich mal nachgesehen, nicht? Ich habe gedacht, dem ist wirklich ein bisschen Tier reingelaufen, darum ist ein Scheinwerfer kaputt gegangen. Na, sowas bezeichnet man ja auch als Unfall. Ja, aber habe ich in dem Moment also nicht so als Unfall registriert. Mhm. Der Gedanke kam mir wirklich erst später bei der Radiodurchsage. Und dann hat meine Nichte mich überredet, dass ich die Polizei anrufe. Ja. Wieso bedurfte es da einer Überredung, Frau Kronbach? Naja, weil ich mir ja nicht sicher war, ob das, was ich gesehen hatte, auch wirklich wichtig für die Polizei ist. Und dann müssen wir uns also bei Ihrer Nichte bedanken, ja, die Sie freundlicherweise überredet hat, denn möglicherweise können uns Ihre Angaben sehr wohl helfen. Verstehen Sie, das weiß man als Zeuge vorher nie, ob jetzt die Angaben wichtig sind oder nicht. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugin, Frau Staatsanwältin, haben Sie Fragen? Ja, nur eine. Sind Sie mit Fernlicht gefahren oder mit Abblendlicht? Mit Abblendlicht. Und der Entgegenkommende ist auch mit Abblendlicht gefahren? Ja, der ist auch mit völlig normalem Licht gefahren. Wie ist es eigentlich mit den von Ihnen erwähnten Nebelschwaden? Da tauchen in Ihrer Aussage vom 18.10.84 Vorhaltblatt 5 Nebelschwaden auf. Es war kein dichter Nebel. Wie würden Sie denn so Ihre Sicht bezeichnen? Ich meine, die von Ihnen ausgeleuchtete Strecke, wie lang war die? Wie konnten Sie, oder war die verkürzt durch Nebel nochmal? Zeitweilig, nun fahre ich bei solchem Wetter eh nicht schnell. Naja, also so langsam sind Sie auch nicht gefahren, denn Sie haben mal gesagt, Sie sind dann, haben dann auf ca. 40 abgebremst. Ja, ich bin, glaube ich, vorher so 60. 60 sind Sie schon gefahren? Ja. Ich kann Ihnen da nur informatorisch sagen, dass der Herr Hertling behauptet, er sei 50, 55 gefahren und das war möglicherweise auch schon erheblich zu schnell. Frau Staatsanwältin, hatten Sie noch Fragen? Herr Verteidiger, Sie waren auch schon. Linge, Herr Professor Donner, Sie hatten auch keine. Gut, wird auf Vereidigung verzichtet? Ja. Nach Elisabeth Kronbach wird Herr Wannenwetsch vom Verkehrsunfallkommando als Zeuge vernommen. Da es sich um einen tödlichen Unfall handelte, benachrichtigten die Polizeibeamten, die als Erste am Unfallort waren, die sogenannten Erstzugriffsbeamten des Verkehrsunfallkommando. Der Zeuge sagt aus, dass er um 8.45 Uhr am Unfallort eintraf. Sein Kollege habe die Fotos gemacht und er die Unfallskizze. Bei unserem Eintreffen an der Unfallstelle fanden wir im Feld auf Damenfahrrad, grünes. Das haben Sie, glaube ich, hier mit der Nummer 4 dann, Nummer Endlage 4, des Fahrrades beziffert. Ja, das lag also wie weit ungefähr weg? 2,40 Meter, 2,50 Meter. Vom Fahrbahnrand weg? Von der Böschung, ja, da geht die Böschung runter ins Feld rein. Eine Böschung geht runter. Böschung, wie viel tiefer liegt das Feld als die Straße ungefähr? Geht circa 1,5 Meter. Nein, das ist nicht steil. Und das ist so eine normale Böschung. Eine normale Böschung. Und dann haben Sie hier weiter eingezeichnet die Lage des Radfahrers. Zur Lage der getöteten Person, sie lag mit dem Kopf zum Fahrrad und mit den Beinen rauf zum Fahrbahnrand. Die Beine waren nicht am Fahrbahnrand, sondern auch noch in der Böschung, in der Böschung. Schon in der Böschung drin? In der Böschung. Auf dem Gesicht, auf dem Rücken? Bauchlage. Bauchlage. Um die Verletzung sonst im Einzelnen haben Sie sich nicht weiter gekümmert. Ja. Das war für Sie wahrscheinlich klar, dass der tot war. Wurde Ihnen das schon von den Erstzugriffsbeamten wahrscheinlich mitgeteilt? Ja, richtig. Ja. Und dann haben Sie noch gesichert, ja, was war sonst noch da? Splitterfeld? Es war ein Splitterfeld, war da. Also war an der Unfallstelle ein größeres, circa 3 Meter vom Alleebaum zurückversetzt. Fanden wir mehrere Teile von einer Streuscheibe und ein größeres Teil von einem Blinker. Gut, ja, das Wetter? Bei unserem Eintreffen war es trocken, Tageslicht. Mhm. Wir können jetzt dann noch hier, jetzt muss ich nur schauen, wo ich es habe, vielleicht noch Fotos in Augenschein nehmen. Das ist der Feldweg. Ach ja, da wollte ich noch was fragen. Gibt es da mehrere Feldwege? Ja, da kommt noch mehr einer.
Ungefähr wie weit weg? Circa 150 Meter. 150 Meter ist nochmal einer, der rechts weggeht. Ja. Dann sieht man hier das Fahrrad, glaube ich. Das ist das Fahrrad, ja. Den Getöteten sieht man nicht, weil der in der Böschung liegt. Und da sieht man das Splitterfeld. Das ist das Splitterfeld. Da ist auch so eine 3 markiert. Und diese Bremsspuren hier, was ist jetzt mit denen, die man da sieht? Das sind also nach unserem Dafürhalten waren es alte Spuren und wir konnten sie dem Unfall nicht zuordnen. Dazu irgendwelche Fragen zu den Fotos? Keine. Herr Professor, insbesondere an Sie? Keine. Das Lichtbild über die Beschädigung des Fahrrades sehr eindeutig. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Sind sonst Fragen an diesen Zeugen? Herr Zeuge, konnte man den Getöteten von der Fahrbahn aus sehen? Im Auto oder am Rand steht? Auf der Fahrbahn, auf der befestigten Fahrbahn steht. Konnte man ihn da sehen? Die Füße. Höchstens. Höchstens. Weil der Körper liegt ja tiefer. Danke, dann habe ich ja keine Frage. Anträge zur Vereidigung des Zeugen werden nicht gestellt, also als nicht. Nach der Vernehmung des Polizeibeamten Wannenwetsch wird die Frau des Angeklagten, Barbara Hertling, in den Sitzungssaal gerufen. Ich habe Sie zunächst zu belehren, Frau Hertling. Sie sind die Ehefrau des Angeklagten. Sie haben nach dem Gesetz ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie brauchen also nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Mhm. Wenn Sie aussagen sollten hier vor Gericht, dann muss das unbedingt die Wahrheit sein. Wollen Sie aussagen oder wollen Sie nicht aussagen? Nein. Gut. Die Zeugin erklärt, dass sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht. Hätte Frau Hertling ausgesagt, wäre sie gezwungen gewesen, auch über das Gespräch mit ihrem Mann zu berichten, in dem er zugab, den Radfahrer gesehen zu haben. Und das wollte sie natürlich auf gar keinen Fall. Als letzter Zeuge wird der Polizeibeamte Jens Jensen vernommen, der Unfallfluchtfahnder. Auch er wurde von den Erstzugriffsbeamten angefordert und traf um 9 Uhr am Unfallort ein. Wir haben ihn ja zusammen mit seinem jüngeren Kollegen bei der Arbeit beobachten können. Für ihn steht einwandfrei fest, dass das Auto von Herrn Hertling das Tatfahrzeug ist. Wichtigstes Beweisstück, ein am Unfallort gefundenes Blinkerglas. Kein Zweifel an, dass der Splitter von dem Fahrzeug stammt? Es stand keiner Zweifel. Gut. Sie haben die Farbe des Fahrzeuges auch festgestellt? An der Unfallstelle konnte man weiße Lacksplitter sichern. Ja. Diese Lacksplitter oder Lacksplitter vom Fahrzeug waren abgefallen, das konnte man auch... Hier bei der so eine weiße Farbe wie hier? Die sind sogar rote Pfeile von mir angebracht worden, wo offensichtlich die Splitter abgefallen sind. Ah ja? Der lag an der Unfallstelle, der dort gefunden wurde, und der Eigenlack hier vom Fahrzeug war sowohl optisch als auch strukturell unter dem Binokular gleich im Farbton. Sodass Sie nach Ihren Erkenntnissen davon ausgehen, dass es... In der Beschichtung bestand Übereinstimmung. Gut, noch zur Farbe. Haben Sie auch an dem Fahrrad, von dem haben wir ja auch Fotos, haben Sie dort auch Farbabrieb oder Anrieb festgestellt? Das ist auch mal hier. Das dürfte man hier das Fahrzeug... Das ist ein kleiner Pfeil dort, wenn ich das zeigen darf. Ja, wenn Sie das bitte zeigen. Hier, bitte sehr, da haben wir den Pfeil angebracht. Da wurde ein kleiner weißer Lacksplitter gesichert an der linken Pedale, am Pedalgummi. Also am linken Pedal, an der für meine Begriffe äußersten Kante des linken Pedals, wenn die Beteiligten das mit einsehen wollen, besteht jederzeit Gelegenheit dazu. Haben Sie also an der äußersten linken Seite des Pedals auch solche weißen... Ein kleiner weißer Lacksplitter. Der Zustand des Fahrrades, wie war der? Nicht besonders. Fahrzeug hatte keine Leuchteinrichtung, weder einen... Also wie man hier auf dem Foto sieht, hat er weder vorne eine Lampe gehabt, noch hat er hinten... Irgendetwas, man sieht jedenfalls nichts. Man müsste allerdings da wohl eindeutig ein Katzenauge oder sonst was erkennen, wenn eins da wäre. Da war nichts an dem Fahrrad. Und Sie haben ja das auch in der Art und Weise niedergelegt. Gut. Sind insoweit Fragen an den Zeugen, Frau Staatsanwältin, Herr Verteidiger? Ja, eine Frage. Dieses Teil vom Blinkerglas, hat es den Ausschlag gegeben, dass Sie das Fahrzeug des Herrn Hertling als Tatfahrzeug ermittelt haben? Nicht nur das Blinkerglas. Ich hatte auch andere Teile gefunden, die es mir ermöglicht hätten, das Tatfahrzeug zu bestimmen. Mhm. Waren das größere Teile oder bloß ganz kleine? Mittlere, würde ich sagen. Mittelgroß. Wie groß ist mittelgroß bei Ihnen? 5 Markstück oder? Der Größe vielleicht. Mhm. Gut, danke. Noch Fragen sonst insoweit an den Zeugen? Ja, ich will Sie dann nicht dazu befragen, was Ihnen die Frau Hertling gesagt hat, Herr Zeuge, und zwar aus dem Grunde, weil die Frau Hertling von Ihnen ja nicht belehrt wurde, was kein Vorwurf ist. Sie hatten sie nicht belehrt und deswegen darf ich das auch nicht jetzt irgendwie einführen durch Sie, was die Ehefrau da möglicherweise gesagt hat. Sie haben die Arbeitskollegen des Angeklagten befragt? Kurz befragt, jawohl. Was hat denn die Frau Debold, haben Sie mit der gesprochen? Mit der habe ich auch gesprochen, die hat mir gesagt, dass er gegen 9 Uhr gekommen wäre, der Herr Hertling.
und er hatte angegeben, er hätte heute einen Unfall in der Früh gehabt an seinem Gartentor. Und dann haben Sie den Herrn Hertling selber auch noch dazu befragt? Dass Herr Hertling bei dieser Befragung weiter bei seiner Gartentorgeschichte blieb, ist uns bekannt. Ebenso, dass der Alkoholtest negativ verlief. Nach diesem Test hätte Herr Hertling dann keine Angaben mehr gemacht. Frau Staatsministerin, haben Sie noch Fragen? Ja, was hat er denn für einen Eindruck auf Sie gemacht? Hatten Sie das Gefühl, dass er irgendwie unter dem Eindruck eines Unfalls steht, um das Wort Schock mal zu vermeiden? Schock sicher nicht. Er war gefasst, aber doch irgendwie angespannt. Und trotzdem Sie ihm vorgehalten haben, dass eben Teile von seinem Auto an dieser Unfallstelle gefunden worden sind, ist er bei der Gartentor-Version geblieben? Ist er geblieben, da ist er nicht von abgewichen. Herr Verteidiger, haben Sie Fragen? Danke. Auch der Zeuge Jensen bleibt unvereidigt und wird entlassen. Im allseitigen Einverständnis verliest der Richter dann die Zusammenfassung des Obduktionsberichtes. Nach dem Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leiche ist Alfred Praschwitz an zentraler Lähmung bei Abriss der Halswirbelsäule von der knöchernen Schädelbasis auf gewaltsame Weise verstorben. Der Tod trat sofort ein. Die bei der Obduktion erhobenen Befunde ergeben einen primären Anstoß gegen die Rückseite des linken Unterschenkels. Ferner ist davon auszugehen, dass Herr Praschwitz zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrrad gesessen hat. Aus medizinischer Sicht kommt als Todeszeitraum 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr in Frage. Es folgt dann die Unterschrift des Arztes. Dazu werden keine Erklärungen abgegeben, keine Anträge gestellt. Herr Professor Danner, ich darf Sie dann um Erstattung Ihres Gutachtens bitten. Das Gericht möchte vom technischen Sachverständigen in erster Linie zwei Fragen beantwortet haben. War der Unfall für den Angeklagten wahrnehmbar und war er vermeidbar? Doch zunächst geht es Professor Danner um den Kollisionsort und die Geschwindigkeit. Während er den Kollisionsort nur vage eingrenzen kann auf 6 bis 8 Meter vor den gefundenen Glassplittern, stellt er aufgrund der Beschädigungen an Pkw und Fahrrad eine Geschwindigkeit von ca. 60 Stundenkilometern fest und erläutert dann die Unfallkonstellation. Die relative Unfallkonstellation ist hier sehr sicher zu rekonstruieren. Wir haben die Schäden am Fahrrad, wir haben die Schäden rechts vorne im Scheinwerferbereich, an der Stoßstange. Wenn ich die medizinische Begutachtung heranziehe, dann ergibt sich eindeutig, dass der Radfahrer auf dem Fahrradfahrend von hinten im Unterschenkelbereich erwischt worden ist. Es handelt sich hier um eine Streifkollision, kein Vollstoß. Streifkollision bedeutet, dass der Radfahrer und sein Fahrrad nach rechts vorne in Fahrtrichtung des PKWs abgelegt worden sind. Nun zur Frage der Wahrnehmbarkeit. Wir haben es hier mit einer Dunkelfahrt zu tun. Die Untersuchung der beschädigten Ablendlichtwendel an diesem Scheinwerfer des PKW hat ergeben, dass das Ablendlicht eingeschaltet war, kein Fernlicht, sondern das normale Fahrlicht. Ergibt sich im Normalfall beim asymmetrischen Ablendlicht eine Wahrnehmungsreichweite, das heißt eine Reichweite, innerhalb der ein Autofahrer Hindernisse auf seiner Fahrbahn wahrnehmen kann, von 30 bis 35 Meter. Wenn ich hier von diesen Nebelschwaden, deren Existenz offensichtlich da ist, ausgehe, verringert sich natürlich diese Wahrnehmungsreichweite in die Größenordnung um 20 bis 25 Meter. Eine engere Eingrenzung ist nicht möglich bei diesen unsicheren Ausgangswerten. Nun zur Frage der Wahrnehmung akustisch, taktil, vestibulär, also erschütterungsmäßig. Ich kann das hier aus der Art des Schadens, aus der Stärke des Schadens sagen. Dieser Stoß war nicht nur akustisch eindeutig wahrnehmbar, was er auch zugegeben hat, der Angeklagte, sondern er war auch durch Erschütterungen am Fahrzeug sicher wahrnehmbar. Nun zur Frage der Vermeidbarkeit. Wenn wir von 60 Kilometer pro Stunde ausgehen als der oberen Grenze der wahrscheinlichen Fahrgeschwindigkeit und den übrigen Ablauf betrachten, Verlustzeit für Reaktion, für Wahrnehmung, die Bremse müsst ihr ansprechen, er hat ja hier nicht gebremst, da keine Spuren da sind, dann ergibt sich eine Wegstrecke von etwa 35 Meter als Anhalteweg. Diese 35 Meter liegen natürlich, wenn ich das keine Nebelbeeinträchtigung habe, in dem Bereich, wo gerade die Reichweite, die Wahrnehmungsreichweite des Scheinwerferlichtes liegt. Habe es allerdings mit Sichtbeeinträchtigungen infolge dieser Nebelschwaden zu tun, dann kann ich sagen, bei 60 Kilometer war der Zusammenstoß nicht vermeidbar unter den gegebenen Sichtverhältnissen. Also kurz zusammengefasst, bei 60 Kilometer ungefähre Geschwindigkeit, keine Vermeidbarkeit, jedoch mit Sicherheit eine Wahrnehmbarkeit akustisch und taktil vestibulär. Wir haben im rechten vorderen Karosseriebereich, der sehr steif ist, ganz deutliche, massive Eindrückungen. Das gibt so große Erschütterungen, dass man die einfach nicht übersehen und überhören kann. Bei 60 Stundenkilometern konnte Herr Hertling den Unfall also nicht vermeiden.
Auf Bitte des Richters rechnet der Sachverständige die Geschwindigkeit aus, bei der es trotz der schlechten Sichtverhältnisse nicht zum Unfall gekommen wäre. Professor Danner kommt zu dem Ergebnis, bei 45 Stundenkilometern hätte Herr Hertling noch anhalten können. Also wenn der Angeklagte bei einer Sichtweite von 25 Metern wegen des Nebels 45 Stundenkilometer gefahren wäre und nicht 60, dann hätte er diesen Zusammenstoß rechtzeitig erkennen können und hätte ausweichen bzw. bremsen können. Was hätte er machen? Zusammenstoß durch Anhalten vermeiden können bereits. Also die ganz einfache Methode, auf ein Hindernis zu reagieren. Es bietet sich dann noch die Ausweichführung an, die bei dieser Geschwindigkeit auch hätte durchgeführt werden können. Nicht hingegen bei 60. Bei 60 wäre eine Ausweichung auch nicht mehr zum Erfolg geführt. Es wäre hier eine seitliche Ausweichstrecke von einem halben Meter erforderlich gewesen, um an dem Radfahrer vorbeizukommen. Und dazu war weder Weg noch Zeitstrecke gegeben. Bei 60. Also ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir fahren ja doch alle immer ein ganz klein bisschen schneller, als erlaubt ist. Was sagen Sie dazu, Herr Hertel? Ich verweigere die Aussage angesichts des Oberstaatsanwalts links neben mir. Aber Herr Bär, selbst die erlaubte Geschwindigkeit kann ja zu schnell sein. Und dann, wenn was passiert, sind immer wir Autofahrer dran. Nun, so pauschal würde ich es nicht sehen, wenngleich man sagen muss, dass es eigentlich nur wenige Ausnahmen gibt, wo der Autofahrer nicht dran ist. Mhm. Man muss wissen, dass es Verkehrssituationen gibt, die besonders gefährlich sind und die auch rechtzeitig für einen aufmerksamen Kraftfahrer erkennbar sind. Jeder Kraftfahrer sollte wissen, dass der Druck aufs Gaspedal gewisse Risiken schafft. Mhm. Und er ist nur dann befreit, wenn eben für ihn ein Unfall nicht vermeidbar ist. Zum Beispiel, wenn plötzlich ein Kind hinter geparkten Autos hervorläuft, mit dem man nicht rechnen konnte und musste und eben nicht mehr halten kann. Oder aber etwa ein Betrunkener aus einem Gebüsch auf die Straße läuft. Ja, und dann bin ich doch dran als Autofahrer, wenn ich ihn überfahre, oder wie? Nein, sonst sind Sie dann nicht dran, wenn Sie die zugelassene Geschwindigkeit einhalten oder so fahren, dass Sie Ihren Verpflichtungen im Verkehr genügen können. Also wenn ich das alles so höre, glaube ich, fahre ich ab morgen doch lieber mit der Bahn. Na, vielleicht wäre das etwas umweltfreundlicher. Aber zurück zu Herrn Hertling, Herr Bär. Was wäre denn, wenn er wegen der Unfallflucht nicht angeklagt wäre, mit welcher Strafe müsste er rechnen mit der fahrlässigen Tötung? Bei durchschnittlichem Verschulden mit einer Geldstrafe, der Gesetzgeber hat es für wünschenswert gehalten, kurze Freiheitsstrafen nur in Ausnahmefällen zu verhängen, nämlich dann, wenn es zur Verteidigung der Rechtsordnung notwendig ist oder aber entsprechend auf den Täter einzuwirken. Sonst grundsätzlich mit einer Geldstrafe. Es sei denn, dass der Verschuldensgrad so hoch ist, dass mit einer Geldstrafe eben den Erfordernissen des Gesetzes nicht mehr Rechnung getragen werden kann. Und wie sieht es aus mit der Unfallflucht? Mit der Unfallflucht wird er jedenfalls mit einer Freiheitsstrafe zu rechnen haben, möglicherweise sogar mit einer Freiheitsstrafe, die ihm nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Doch zurück zu unserem Fall. Auch nach dem Gutachten des technischen Sachverständigen bleibt Herr Hertling bei seiner Aussage, er habe keinen Radfahrer gesehen. Der Richter stellt dann fest, dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist und auch keine Eintragungen beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat. Ein unbescholtener Bürger bis heute. Ich bin gespannt, welche Strafe die Staatsanwältin beantragen wird. In ihrem Plädoyer stellt sie zunächst fest, dass sich der Sachverhalt, so wie er der Anklage zugrunde liegt, voll bestätigt habe. Die Frage, die entscheidende Frage ist eigentlich die, war dieser Unfall für den Angeklagten vermeidbar? Und ich meine ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich ist es so, dass der Fahrzeugführer verpflichtet ist, auf sich zu fahren. Der Fahrzeugführer hat des Weiteren mit einem unbeleuchteten, auch in gleiche Richtung fahrenden Hindernis auf der Fahrbahn zu rechnen, hat auch darauf sein Fahrverhalten einzustellen. Und unter Zugrundelegung des Gutachtens, ohne das jetzt nochmal alles wiederholen zu wollen, ist der Angeklagte schlicht und einfach zu schnell gefahren. Wäre er bei auf Sicht gefahren, dann hätte er nicht schneller fahren dürfen als 46 Stundenkilometer, dann wäre der Unfall vermeidbar gewesen, weil er natürlich dann innerhalb der Strecke hätte anhalten können und natürlich erst recht hätte ausweichen können. Und deshalb war der Unfall für den Angeklagten vermeidbar. Das ist das eine. Das andere ist die Frage der Unfallflucht. Dass der Angeklagte den Unfall akustisch wahrgenommen hat, steht fest. Er hat es selbst ausgesagt. Für die Staatsanwältin ist es aber auch sicher, dass der Angeklagte den Radfahrer in seinem Scheinwerferlicht kurz gesehen hat. Dass diese optische Wahrnehmung beim Angeklagten vielleicht im Laufe der Zeit und im Laufe einer eher im psychischen Bereich liegenden Verdrängung immer nebulöser geworden ist und am Ende nur noch ein Schatten war. Das will ich mal zugunsten des Angeklagten unterstellen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Unfall insgesamt wahrnehmbar war und vom Angeklagten bemerkt worden ist. Und aus diesem Grunde hat sich der Angeklagte eines Vergehens der fahrlässigen Tötung und in Tatmehrheit
eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig gemacht. Die Strafzumessung ist schwierig. Der Angeklagte ist bisher jedenfalls mit dem Gericht nicht in Berührung gekommen. Und er hat auch mit Sicherheit in erheblichem Maße unter Auswirkungen einer eventuellen Strafe zu leiden. Des Weiteren fällt ganz erheblich ins Gewicht, dass natürlich der Radfahrer, der unbeleuchtet gefahren ist, ein ganz erhebliches Mitverschulden trägt, das man keinesfalls außer Acht lassen darf. Auf der anderen Seite steht meiner Ansicht nach, dass dieses Mitverschulden des Radfahrers zwar in Ansatz zu bringen ist für die fahrlässige Tötung, nicht hingegen ist sie in Ansatz zu bringen für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort. Und da muss ich sagen, dass jemand, der einen Unfall wahrnimmt, an dem eine Person oder jedenfalls ein Hindernis beteiligt ist, das eine Person wenigstens sein kann, und sich trotzdem, ohne sich weiter oder intensiver um den Unfall zu kümmern, vom Unfallort entfernt, schon in ganz erheblicher Weise nicht nur gegen das Strafgesetzbuch, sondern auch gegen ethische Vorstellungen verstößt. Aus dem Grund beantrage ich den Angeklagten wegen eines Vergehens der fahrlässigen Tötung, das brauchen Sie noch nicht mitzuschreiben, als Einzelstrafe zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu verurteilen. Und als Einzelstrafe für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort halte ich eine Freiheitsstrafe für unumgänglich. Hier halte ich eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten zur Bewährung für Schuld und Tat angemessen. Unter Gesamtabwägung aller von mir genannten Gesichtspunkte beantrage ich den Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten zu verurteilen, die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung auszusetzen, dem Angeklagten im Rahmen des Bewährungsbeschlusses eine Bewährungszeit von 3 Jahren aufzuerlegen und festzusetzen, dass der Angeklagte an eine gemeinnützige Einrichtung einen Geldbetrag von 20.000 Mark zu bezahlen hat. Des Weiteren beantrage ich als gesetzlich zwingende Folge dem Angeklagten die Fahrerlaubnis zu entziehen und den Führerschein einzuziehen und im Hinblick wiederum auf die von mir erwähnten Strafzumessungsgesichtspunkten eine Sperrfrist zu verhängen in Höhe von 18 Monaten. Sowie die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen. Das heißt, der Härtling soll noch im Gerichtssaal seinen Führerschein abgeben. Nach der Staatsanwältin plädiert die sogenannte Nebenklägervertreterin, die Anwältin, die das Kind des getöteten Herrn Braschwitz vertritt. Sie schließt sich den Ausführungen der Staatsanwältin an und spricht dann über die menschliche Seite dieses Falles. Ich halte es für wichtig, dem Angeklagten durchaus mal vor Augen zu halten, welche schwerwiegenden Folgen sein Verhalten gehabt hat, nämlich für das Kind und für die Lebenspartnerin des Getöteten. Das Kind, 8,5 Jahre alt, verliert seinen Vater. Das Kind hat nunmehr eine schwer getroffene Mutter, die nicht nur persönlich schwer getroffen ist, sondern auch noch finanziell. Der Getötete war der Hauptverdiener der kleinen Familie. Die beiden waren nicht verheiratet. Insofern hat auch die Nebenklägerin keinerlei Schadensersatzansprüche aus eigenem Recht. Auch das muss man sich einmal vor Augen halten. Und das bei diesem Angeklagten, der im Grunde genommen in einer vergleichbaren Situation lebt, wie der Getötete gelebt hat. Auch er hat ein Kind, 11 Jahre alt. Auch er ist verheiratet. Wenn er jetzt jedenfalls etwas Reue zeigen würde. Im Gegenteil, ich habe mir hier wörtlich mitgeschrieben, ich fühlte mich nicht veranlasst, weiterzusuchen. Fühlt sich nicht veranlasst, über die Böschung hinunterzuschauen. Aber wie gesagt, die Frau Staatsanwältin ist bereits auf diese moralischen Dinge auch eingegangen. Und ich würde sogar noch weiter gehen und würde sagen, es zeugt schon von einer wirklich ganz erheblichen Unverfrorenheit und Kaltblütigkeit des Verhaltens des Angeklagten. Bezüglich des Strafmaßes schließe ich mich ebenfalls in meinem Antrag der Staatsanwaltschaft an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Nebenklägervertreterin. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, Frau Kollegin. Es ist nachträglich immer sehr einfach, wenn man das Ergebnis eines Unfalles, eines Ereignisses kennt, zu rekonstruieren, wie hätte sich die beteiligte Person verhalten müssen, damit das Ganze nicht passiert wäre. Der Angeklagte hat sich dahingehend eingelassen, dass er zwar einen Anstoß an seinem Fahrzeug bemerkt hat, aber er nicht gewusst hat, woher dieser Anstoß kam. Er fuhr dann weiter, blieb nach einigen hundert Metern stehen und fuhr zurück, nachdem er sich seinen Schaden angesehen hat. Er fuhr zur Unfallstelle, blieb stehen und hat dort die Glassplitter beiseite geräumt, an den Straßenrand. Dann ist er weitergefahren, weil er nichts gesehen hat und, wie die Hauptverhandlung ergeben hat, auch nichts sehen konnte, wenn er nicht in den Straßengraben reinschaut. Dazu aber
bestand keine Veranlassung. Ich meine, dass dem Angeklagten seine eigene Einlassung nicht widerlegt ist. Warum sollte er an der Arbeitsstelle erzählen, dass er ans Gartentor gefahren ist, wenn er einen solchen Unfall verursacht, wenn er in einen solchen Unfall mit dieser Folge verwickelt war? Er wird sich doch hüten, irgendeine Beschädigung seines Autos gegenüber Arbeitskollegen zu erwähnen, wenn er schon weiß oder wissen muss, dass er einen Menschen verletzt hat. War der Unfall für den Angeklagten vermeidbar? Auch hier gilt wieder das eingangs Gesagte. Sicher, hinterher weiß man, er hätte 46 Kilometer fahren dürfen und keinen Kilometer schneller. Und er ist halt 55 etwa gefahren, also gerade 9 Kilometer schneller über, als diese vom Professor Danner ermittelte Geschwindigkeit. Von einer überhöhten Geschwindigkeit kann doch in diesem Zusammenhang keine Rede sein. Außerdem glaube ich nicht, dass ein Kraftfahrer auf einer Landstraße bei Nacht mit einem völlig unbeleuchteten Fahrrad rechnen muss. Zumindest ein Katzenauge oder ein Pedal, irgendwas leuchtet. Und mit einem total schwarzen Hindernis muss er nicht rechnen. Der Unfall war daher für den Angeklagten unvermeidbar. Und er war auch berechtigt, mit dieser Geschwindigkeit zu fahren. Auch darin ist eine Fahrlässigkeit nicht zu sehen. Letztlich die Unfallflucht. Der Angeklagte ist an die Unfallstelle zurückgekommen. Er hat nach Schaden gesucht, nach Teilen, die er möglicherweise beschädigt hat, und hat keinen Fremdschaden festgestellt, nur seinen Eigenschaden. Und dann ist keine Unfallflucht. Man muss zumindest das Bewusstsein haben, einen anderen geschädigt zu haben. Und dieses Bewusstsein hatte er ebenfalls nicht. Insgesamt meine ich, deswegen ist der Angeklagte freizusprechen. Vielen Dank, Herr Verteidiger. Herr Hertling, Sie haben jetzt die Ausführungen der Frau Staatsanwältin gehört, die eine 8-monatige Freiheitsstrafe beantragt hat, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll mit einer erheblichen Geldbuße und im Übrigen einen Entzug der Fahrerlaubnis von 18 Monaten. Und auch die Ausführungen Ihres Verteidigers, der nun beantragt hat, dass Sie freigesprochen werden sollen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, selber Ausführungen zur Sache zu machen und haben gleichzeitig auch noch das letzte Wort. Sie müssen nichts sagen, können was sagen. Wollen Sie dazu noch was sagen? Ich schließe mich im ganzen Umfang den Worten meines Verteidigers an. Gut, das war dann Ihr letztes Wort. Das Urteil wird dann niedergelegt und in Kürze verkündet. Also ich muss schon sagen, ich bin schon erstaunt darüber, dass der Herr Hertling nicht ein einziges Wort des Bedauerns gefunden hat, auch wenn er glaubt, den Radfahrer nicht gesehen zu haben. Aber inzwischen weiß er ja nun, er hat ihn nicht nur angefahren, er hat ihn sogar getötet. Könnte es sein, Herr Bär, dass er das Gefühl hat, es könnte ihm als Schuldgeständnis ausgelegt werden? Nun, vielleicht glaubt er das, aber es ist mit Sicherheit nicht so. Im Gegenteil, der Richter wird ein ehrliches Bedauern mit Sicherheit strafmildernd berücksichtigen. Ja, das glaube ich auch. Nun haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur Urteilsverkündung. Ich kann noch einige Fragen an unseren Versicherungsfachmann stellen. Jedes vierte Rad ist nicht verkehrstüchtig. Was sagen die Versicherungen dazu? Leute, die so ein verkehrsunsicheres Fahrrad benutzen, gefährden nicht nur sich selbst in höchstem Maße, sondern auch ihre Angehörigen. Bei einem tödlichen Unfall, wie wir ihn hier haben, haben die Angehörigen ja nicht nur den Verlust eines Menschen zu bedauern, sondern häufig auch noch materielle Nachteile. Herr Braschwitz hat seinen Tod mit Sicherheit zu 50% selbst mitverschuldet. Das heißt, dass seine Angehörigen nur die Hälfte ihres Schadens von der Versicherung des Herrn Hertling ersetzt verlangen können. Die Frau Huttner hat keine Schadenersatzansprüche, das hat die Rechtsanwältin schon gesagt. So bleibt also nur noch die Tochter. Sie hat einen Unterhaltsschadenersatzanspruch. Diesen Anspruch bekommt sie zur Hälfte. Aber in diesem Fall haben wir eine besondere Situation. Herr Braschwitz war Sparkassenangestellter und er war auf dem Wege zur Arbeit. Das garantieren ihm zwei Renten. Die Rente der BFA und die Rente der Berufsgenossenschaft, beide Sozialversicherungsträger zahlen an die Tochter Halbwaisenrenten. Beide Renten sind zusammen höher als der eingetretene Unterhaltsschaden. Hat die Tochter denn auch noch was von der Haftpflichtversicherung zu erwarten? Von der Haftpflichtversicherung bekommt sie nichts mehr, weil ihr Schaden durch die beiden Renten abgedeckt ist. Die Versicherung bezahlt den Schadenersatz, den sie schuldet, für den Herrn Hertling an die beiden Sozialversicherungsträger. Ja, und was ist mit Herrn Hertling? Ist es richtig, dass sein Anwalt sagt, die Versicherung könnte von ihm 5.000 Mark Regress fordern? Das ist richtig. Und wie steht es denn mit den Anwalts- und Gerichtskosten von Herrn Hertling, falls er verurteilt wird? Er hat ja eine Rechtsschutzversicherung. Kommt die nun dafür auf? Die Verkehrsrechtsschutzversicherung bezahlt die Kosten des Strafverfahrens. Dazu gehören die Gerichtskosten und die Anwaltskosten.
Danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Hertel. Danke Ihnen, Herr Bär. Und jetzt warten wir mal das Urteil ab. Es ergeht dann im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Hertling ist schuldig eines Vergehens der fahrlässigen Tötung in Tatmehrheit mit einem Vergehen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Er wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird. Dem Angeklagten wird die Fahrerlaubnis entzogen, der Führerschein wird eingezogen. Die Verwaltungsbehörde wird angewiesen, dem Angeklagten vor Ablauf von 1 Jahr und 6 Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens sowie seine eigenen notwendigen Auslagen sowie die Kosten der Nebenklage zu tragen. Ich darf bitten, wieder Platz zu nehmen. In der Urteilsbegründung führt der Richter unter anderem aus, es sei einwandfrei erwiesen. Das Fahrzeug von Herrn Hertling hatte eine Kollision mit dem Fahrrad des getöteten Braschwitz. Es gibt auch keine Zweifel, dass Hertling der Fahrer war. Bei der vom Angeklagten angegebenen Sichtweite von 20 bis 25 Metern hätte er nicht 60, sondern nur 45 Stundenkilometer fahren dürfen. Der Vorwurf liegt also letztendlich darin, dass Sie für die Sichtverhältnisse zu schnell gefahren sind. Sie hätten langsamer fahren müssen. Es ist zwar immer so, dass behauptet wird, auf der Landstraße darf ich 100 fahren. Das darf man maximal, das bedeutet aber nicht, dass man es in jeder Lebenslage und jeder Verkehrslage tun darf. Zu der Unfallflucht ist zu sagen, dass es überhaupt keinen Zweifel daran gibt, dass Sie den Anstoß bemerkt haben. Aus den Bekundungen des Sachverständigen ergibt sich, dass Sie im Scheinwerferkegel den Radfahrer gesehen haben müssen. Warum Sie hier in der Hauptverhandlung nicht eingestehen wollen, dass es der Radfahrer war und dass Sie ihn auch gesehen haben, das kann ich Ihnen nicht sagen, das wissen Sie am allerbesten. Sie haben sich dann in Kenntnis der Tatsache, dass es zu einem Unfall kam, von der Unfallstelle entfernt. Damit ist bereits der Tatbestand des § 142 erfüllt. Die Frage, ob Sie dann zurückgekehrt sind, kann dahingestellt bleiben. Ich glaube Ihnen, dass es ist Ihnen nicht zu widerlegen, hat aber für die Erfüllung des Tatbestandes des § 142 der Unfallflucht überhaupt keine Bedeutung. Also die Ausführungen Ihres Verteidigers in diesem Punkte, dass Sie keine Absicht hatten, hier Unfallflucht zu begehen, die gehen insoweit ins Leere, weil es auf eine solche Absicht des Täters nicht ankommt. Auch die Ausführung, dass Sie möglicherweise von der Straße den Toten nicht haben sehen können und deswegen nicht wussten, dass ein Unfall und ein Toter vorhanden sind, auch diese Ausführungen gehen ins Leere, denn wie ich Ihnen bereits dargelegt habe, ist das Gericht der Überzeugung, dass Sie ja den Unfall voll mitbekommen hatten und dann wussten, dass er da war. Die Frage ist dann, wie Sie hierfür zu bestrafen sind. Die Ausführungen der Vertreterin der Nebenklage waren sicherlich sehr eindrucksvoll, allerdings fehlen bei den Ausführungen der Nebenklage natürlich auch die Ausführungen, dass bezüglich des Vergehens der fahrlässigen Körperverletzung den Geschädigten ein ganz erhebliches, ich will sogar sagen überwiegendes Mitverschulden trifft. Das überwiegende Mitverschulden des Radfahrers und die Tatsache, dass es sich um ein Fahrlässigkeitsdelikt handelt und dass der Angeklagte nicht vorbestraft ist, veranlassten das Gericht, für die fahrlässige Tötung eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen für angemessen zu halten. Die Staatsanwältin hatte 120 beantragt. Wesentlich erheblicher und schwerwiegender ist der Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es handelt sich hier um eine vorsätzliche Tat des Angeklagten, der in Kenntnis einer schweren Unfallverursachung mit einer Person, wobei er aufgrund der Schäden wissen musste, dass diese mit Sicherheit zu Schaden gekommen ist, von der Unfallstelle entfernt hat. Dieses Verhalten ist durch nichts zu erklären und auch durch nichts zu entschuldigen und nichts zu billigen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache und der Tatsache, dass das Vergehen der Unfallflucht immerhin einen Strafrahmen von 5 Tagessätzen bis zu 3 Jahren vorsieht, halte ich hier von der Frau Staatsanwältin beantragte Einsatzstrafe von 6 Monaten nicht nur für angemessen, Herr Hertling, sondern für durchaus im alleruntersten Bereich angesiedelt. Es war dann eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden, wobei auch das Gericht eine Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten für Schuld und Tat angemessen hielt. Die Fahrerlaubnis war Ihnen zu entziehen, Herr Hertling, und zwar, weil dies im Gesetz steht, der § 69 Absatz 2 in einer der unteren Ziffern sagt, dass ein Kraftfahrer regelmäßig dann als charakterlich ungeeignet anzusehen ist, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen, wenn er sich nach einem Unfall mit Personenschaden von der Unfallstelle unerlaubt entfernt. Das Gericht hielt ebenfalls in Anlehnung an den Antrag der Frau Staatsanwältin eine Entzugszeit von 18 Monaten
für gerade noch ausreichend. Es ist dann ein Beschluss ergangen gemäß § 111a StPO, dass Ihnen die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wird. Dieser Beschluss wird wirksam mit der Verkündung heute an Sie. Das bedeutet, dass Sie ab sofort kein Kraftfahrzeug mehr führen dürfen und ich kann Sie dann und darf Sie auffordern, wenn ich meine Ausführungen ganz beendet habe, diesen Führerschein der Frau Staatsanwältin auszuhändigen. Außerdem wird Herrn Hertling eine dreijährige Bewährungszeit auferlegt und die Zahlung einer Geldbuße von 15.000 Mark an den Bayerischen Landesverband für Vogelschutz. Seine Haftpflichtversicherung wird von ihm wegen Unfallflucht 5.000 Mark Regress fordern. Und weil Herr Hertling Beamter ist, muss er mit einem Disziplinarverfahren rechnen, das sein Einkommen und seine Aufstiegschancen beeinträchtigen wird. 3.300 Mark Anwalts- und Gerichtskosten übernimmt seine Rechtsschutzversicherung. Das Urteil erscheint hart. Aber einen Menschen schwer zu verletzen und ihn dann ohne jegliche Hilfe im Straßengraben sterben zu lassen, das ist ein unmenschliches Verhalten. Unfallflucht bringt nichts ein, außer harten Strafen und lebenslangen Gewissensbissen. Sie werden merken, dann im Protokoll, dass man nicht gleich mit einem Führerschein der Staatsanwältin aufhängt.